Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Pixelfrei. Dieses Pixelfrei ist etwas besonders, denn es ist eigentlich eine Aufzeichnung von dem Livestream, den ich mit Zordan in der letzten Woche gemacht habe. Da haben wir auf Twitch einen Livestream gemacht, in dem wir über Pen & Paper gequatscht haben. Über Rollenspiel, Pen & Paper und alles, was dazugehört. Ihr werdet es ja gleich sehen. Das ist also hier die Aufzeichnung davon für alle von euch YouTubern, die es auf Twitch nicht gesehen haben oder es verpasst haben auf Twitch oder sonst was. Und ich dachte mir und habe das auch mit Zordan nochmal kurz besprochen, dass ich davon nochmal ein extra Pixel frei mache und das hier nochmal auf YouTube setze. Und das folgt jetzt im Anschluss. Also wundert euch nicht, wenn es gleich direkt ins Gespräch geht. Es gibt also gleich einen Schnitt und dann geht es gleich direkt los. Und dann habt ihr 2 Stunden Rollenspielgesprächsrunde vor euch. Könnt das ja in mehreren Stücken gucken oder wie ihr auch immer Bock habt oder auch gar nicht, wer weiß. Auf jeden Fall nochmal kurz Info. Mir geht's gut, alles ist toll. Es geht bald weiter mit Minecraft hier auf YouTube. Auf Twitch bin ich momentan fleißig am Kingdom Come Deliverance Stream und solche Sachen machen wie das, was gleich folgt. Also, ne, das, was ihr euch gleich angucken könnt. Und ja, mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr nur auf YouTube aktiv seid, wenn ihr auch einfach mal auf Twitch rüberkommt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufgehen, Kanal abonnieren, wenn ihr, oder ist ja ein Follow, einfach nur kostenlos, genau hier wie auf YouTube. Ja, also, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach rüber. Jetzt geht's aber direkt los. Ich will nicht so viel vorweg quatschen. Also das Gespräch von letzter Woche mit Zordan über Pen and Paper. Viel Spaß dabei. Bei Campshow, da ist er. Haha! Zordan, jetzt kannst du dein Mikro wieder einschalten. Hallo! Ja. Schönen guten Abend. Scheint alles zu funktionieren. Ich muss, glaube ich, die Musik ausmachen oder leiser machen. Ich weiß nämlich nicht, ob die stört. Ich kann die aber auch vielleicht noch ein bisschen leiser machen hier einfach. Dann können wir die so... Als Hintergrunduntermalung stimme ich ja. Ja, ich weiß nicht. Wenn das zu laut ist, dann schreibt das bitte mal. Ich begrüße den Andi Stein, der ist nämlich schon da. Und auf den Rest warten wir jetzt noch ein bisschen. Heute geht es um Pen and Paper. Und da sind wir beiden alten Hasen, für euch da. Tiefenentspannt, der Herr Shadow Skulls ist gerade eingetroffen. Ah, hi, Shadow, hi. Grüß dich. Das ist schön. Ja, Zordan, haben wir lange rüber, lange wollten wir es schon machen, ne? So ein, ja. Einfach mal drüber reden. Das Gesprächsthema hatten wir ganz oft so, kurz nach dem Verabschieden, nach unseren Rollenspielabenden, müssten wir ja eigentlich auch mal einen Stream drüber machen. Und dann, jetzt hat es mal geklappt, das ist doch eine schöne Sache, ich freue mich. Okay, Andi schreibt, für ihn geht das so mit der Lautstärke. Sehr schön. Und Leser Nexus, sei gegrüßt, herzlich willkommen hier im Stream. Das wird heute ein Podcast mal. Haha, wir sind in der Kategorie Podcast, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich hatte erst überlegt, Just Chatting, aber ich rede ja nicht nur mit euch, sondern ich rede ja auch hier mit dem anderen Kerl rechts neben mir. Und den Chat habe ich jetzt mal unten als so eine Laufband hingemacht. Das ist auch neu. Ist alles neu, Zordan. Ist alles Wahnsinn. Neu. Alles nur wegen dir, weil du heute zu Gast bist. Ja, Wahnsinn. Ja, übrigens, nicht wundern, wenn ich immer runtergucke, dann gucke ich auf mein Handy, da läuft der Chat auch mit, dass ich dann ab und zu auch mal sehe, was geschrieben wird. Ja, also, Generation Handy, meins liegt immer nur rum. Und da ist die dicke Frau und die singt wieder ihr Lied. Ja, wir werden eine ganze Weile wahrscheinlich über Pen and Paper und so reden. Dann mache ich auch die Musik aus, damit das da nicht zu Irritationen kommt. Aber wir wollen natürlich erstmal warten, bis hier so ein paar Leute eingetrudelt sind. Genau. Zum Beispiel Gemini by Mine. Einen wunderschönen guten Abend. Sei gegrüßt. Das ist die doch Gabi. Die, ja. Gabi. Die Gabi ist das genau. Mit diesen Namen komme ich immer durcheinander. Twitch-Name, YouTube-Name, richtiger Name. Es sind 3 Namen. Kein Mensch hat 3 Namen. Außer vielleicht Kevin, Paul, Gustav. Ja, genau. Oder so. Aber wir kriegen das schon hin, weil Zordan kennt sich auch ein bisschen mit euren Namen aus. Hast du eigentlich ein gutes Namensgedächtnis? Ich glaube, ich nicht... Nee, ich habe ein gutes Gesichtergedächtnis. Ja. Also das habe ich auch, erlebe ich auch auf der Arbeit. Ich habe ja immer Kundenkontakt und ja. Ich erkenne dann die Leute und weiß, dass ich die schon mal getroffen habe. Damals im Badehaus. Aber genau. Aber ich kann mich dann immer nicht an die Namen erinnern. Das ist manchmal schon peinlich gewesen. Ach, hier, Herr... Mit der großen Nase. Diggins. Genau. Einfach irgendwelche Namen einfallen lassen. Ja. Genau. Ist vielleicht nicht mal Chance. Gut. Hier, Chance passt immer. Heißen auch 60% der Leute, die reinkommen. Ja.
Ja, ich weiß ja nicht, wie es ist denn das bei euch da draußen? Habt ihr Erfahrungen mit Pen and Paper? Wisst ihr überhaupt, über was wir heute hier quatschen? Oder ist das auch für euch ein völlig neues Gebiet, in das wir hier abtauchen? Vielleicht hat der eine oder andere, ich weiß von einem ganz genau, dass er Pen and Paper schon mal gespielt hat, und das ist nämlich der Shadow, der Tiefenentspannt. Der hat ja mit uns schon mal eine Runde online Pen and Paper gespielt. Genau, ja. Damals die Age of the Dead Kampagne in Killdeer. Killdeer hieß die Stadt, genau. Genau, ja. Ja. Das könnt ihr auch noch gucken. Hallo Delfino, der Hauptmann ist da. Sehr schön. Ah, Delfino, ich grüße dich. Laser Nexus schreibt Pen and Paper und Tabletop. Beides. Du bist okay, ja, cool. Dann weißt du ja Bescheid. Ja, dann kennst du dich ja aus. Ja. Also wer Fragen hat, im Übrigen immer gerne in den Chat schreiben. Also das soll durchaus so ein bisschen auch so ein Q&A ja, genau. Heute werden, dass wir auch durchaus gerne fragen wollen. Und ganz entspannt wollen wir hier reden. Genau. Ich glaube, ich mache die Musik mal aus. Ja. So. dann können wir jetzt nämlich, glaube ich, langsam loslegen, Zordern. Dann lass uns mal ganz von vorne anfangen. Was ist Pen and Paper? Das ist die Frage, die wir heute besprechen wollten. Und das ist tatsächlich eigentlich auch, wenn man die Außenstehenden erklärt, die schwierigste Frage. Ja. Was ist eigentlich Pen and Paper? Ich könnte dir jetzt ungefähr einen Abriss über die Geschichte davon geben, aber ich glaube, das interessiert nur nebensächlich. Ja. Also Pen and Paper ist ein kooperatives Gesellschaftsspiel, nur dass es nicht auf einem Spielbrett stattfindet. Also man kann zwar Figürchen benutzen, um auf irgendwelchen Karten so ein bisschen Sachen zu veranschaulichen, aber im Hauptsächlichen ist es ein gemeinsames Erzählspiel. Idealerweise hat man da 3 bis 4 Spieler und einen, der den Märchenonkel mimt, den Spielleiter. Spielleiter, genau. Genau. Und im Prinzip funktioniert das so, der Spielleiter erzählt eine Geschichte und die Spieler spielen Charaktere, in den meisten Systemen sagt man dann auch Helden, weil die ja Gutes vollbringen sollen. Und die können in dieser Geschichte sich frei bewegen und interagieren. Im Grunde genommen kann man es sich so vorstellen, als wenn man in einer Fernsehserie oder in einem Roman einer der Protagonisten ist und alle anderen, die Antagonisten, also die Gegenspieler und auch die Randfiguren, die werden alle vom Spielleiter dargestellt. Also der Spielleiter schafft erzählerisch den Rahmen und die Spieler entscheiden aber, was sie tun wollen und versuchen die Geschichte dann. Es ist ja auch so, dass bei Pen and Paper ist es halt so, in den meisten Spielen ist es so, dass die Spieler gegeneinander spielen. Also jeder spielt für sich gegeneinander und irgendwer gewinnt dann am Ende. Bei Pen and Paper ist es so, dass die Spieler auch der Spielleiter im Grunde alle zusammen spielen. Richtig, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gleich schon am Anfang. Wo man auch häufig hört, dass das in unerfahrenen Gruppen das vielleicht auch mal falsch gemacht wird. Der Spielleiter ist nicht der Gegner der Spieler, sondern ganz im Gegenteil, man spielt miteinander. Der Spielleiter stellt zwar auch die Gegner der Helden dar, aber im Grunde geht es darum, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Ja. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man da auch Sachen, die dann passieren, nicht persönlich nimmt, sondern das ist ja, man versucht ja gemeinsam Spaß zu haben. Also insofern, Kai Kastador ist da, hallo. Ja, wollte ich gerade sagen, ich wollte nur nicht ins Wort fallen. Hallo, lieber Kai Kastador, sei gegrüßt. Ja, das sind erstmal so die Grundsäulen. Das heißt, man hat den Spielleiter und die Helden, also die Spieler. Genau. Die können sich dann einen Charakter aussuchen. Das heißt, je nachdem, in welchem Setting man halt spielt, gehen wir jetzt mal vom Mittelalter Fantasy aus. Das ist erstmal einfach, da können wir erstmal am besten so, wenn das als Grundlage nehmen. Richtig. Du suchst ja, hast halt das Setting und dann hat jeder einen Spieler. Jetzt muss man sich dann einen Charakter aussuchen. Das heißt, was will man überhaupt spielen in der Geschichte? Ja, und da ist jetzt natürlich ein wichtiger Punkt, damit man sowas vernünftig spielen kann, braucht man wie in jedem Spiel Regeln, die Möglichkeiten, die man hat, ja, im Prinzip darstellen. Und weil sonst könnte ja man auch sagen, man macht eine reine Erzählung und erzählt jetzt, was sein Charakter macht und ich gehe da jetzt hin und ich erschlage den Drachen und dann schnappe ich mir seinen Schatz. Kann man ja so einfach so erzählen. Aber das ist ja, macht ja dann keinen Reiz aus. Also im Rollenspiel ist es dann ein wichtiger Punkt, dass man für alle Sachen, die man
machen will, die eine Konsequenz haben können, die auch schief gehen können, muss man eine Probe würfeln. Und dafür braucht es halt Regeln, die erklären, wie sowas dann überhaupt funktioniert. Hallo Brian Duss. Der spielt gerade live auf Twitch, nämlich Pen and Paper. Ah. Sei gegrüßt. Wir reden über Pen and Paper noch gerade. Genau. Eben. Und hallo Cedric Elsius. So, jetzt kannst du weiterkommen. Ja, genau. Also im Prinzip, ne, man braucht halt gewisse Spielregeln, damit man einen Rahmen hat, in dem alles ablaufen kann. Und das kann von sehr kompliziert sein, dass man Regeln hat, die wirklich alles haarklein simulieren wollen. Ja. Bis hin zu, dass man relativ simple Regeln macht, die einfach nur eine Tendenz anzeigen, ob irgendwas jetzt klappt oder nicht. Also genau. Da gibt es ganz viel Verschiedenes tatsächlich. Red mal weiter, ich muss ganz kurz noch was einfügen, das hatte ich nämlich vergessen, der Alarm wurde eben gar nicht ausgelöst, als Cedric Elsius nämlich mit zwei Personen hier rübergekommen ist. Ah, der ja. Cedric Elsius hat geradet. Hat geradet, genau. Ja, jetzt ist es aber da. Beim nächsten Mal, wenn jetzt noch irgendwer uns raidet oder irgendwas anderes macht, das sollte jetzt angezeigt werden. Ah, ja. Entschuldigung, lieber Kai. Und Kakaodieb ist auch da und sagt Hussa! 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 Genau, und der Branders meinte, dass irgendein ganz bekannter Streamer jetzt gerade live Pen and Paper spielt. Okay. Ja, wenn das nicht die Jungs von Rocket Beans sind, doch, das könnte sein. Das könnte sein, oder? Die wollten doch auch hier. Kann sein. Ja. Dann haben wir keinen guten Termin abgepasst. Der Rest kann dann zu uns jetzt rüberkommen. Ja, genau. Und danke, Delfino, auch nochmal für deinen Host. Genau, wir erklären euch jetzt, was sie da drüben eigentlich machen. Genau, wenn ihr drüben nicht mehr Bescheid wisst, dann könnt ihr hier rüberkommen und uns Fragen stellen. Also sozusagen interaktiv. Wenn ihr bei den Rocket Beams nicht mehr wisst, was da eigentlich passiert, kommt einfach hier rüber. Aber dann hört er das jetzt ja auch gerade nicht. Also ergibt das alles überhaupt keinen Sinn, was wir hier erzählen. Richtig. Cedric Elsius, ja, Orkenspalter haben auch einen Twitch-Kanal. Die machen auch... Also ich weiß nicht, ob sie das nur auf YouTube machen, aber ich glaube, die haben auch einen Twitch-Kanal. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube. Doch, klar bin ich mir sicher. Ich habe den abonniert. Ja, die haben einen Twitch-Kanal. Die haben einen Twitch-Kanal, okay. Ja, es gibt schon ein paar Pen-and-Paper-Kanäle auch. Da könnt ihr euch natürlich auch gerne hinschauen. Außer jetzt gerade, jetzt natürlich nicht. Aber dann wann anders und könnt gucken. Also könnt ihr euch das angucken, wie das läuft. Okay, wir waren irgendwo hängen geblieben. Wir haben jetzt die Spieler, wir haben eine Welt. Wir hatten gesagt, ein Fantasy-Setting zum Beispiel. Ja. Was brauchen die Spieler überhaupt erstmal? Was braucht man überhaupt, um Pen and Paper spielen zu können? Außer Freunde und oder andere Personen, die es auch wollen. Ja, das ist erstmal das Wichtigste natürlich, dass man ein paar Spieler hat, die alle Bock drauf haben, das zu machen und auch ungefähr ein gleiches Interesse haben. Das ist so ein Punkt, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Spielertypen und so weiter. Das gibt es durchaus. Da muss man sich halt einig sein. Alle müssen sich erstmal einig sein. Aber man braucht erstmal ein paar Kumpels, die auch gern oder ein paar Leute, die auch gern Pen and Paper spielen wollen. Richtig, genau. Und idealerweise halt die gleichen Vorstellungen ungefähr davon haben, in was für eine Richtung das gehen soll. Weil auch dazu kommen wir noch, da gibt es total verschiedene Möglichkeiten, wie man Rollenspiel spielen kann. Falls ihr mir irgendwann gehört habt, richtiges Rollenspiel oder gutes Rollenspiel, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Es gibt einfach nur das Richtige für einen selbst. Was braucht man? Man braucht eben einen Spielleiter, der sich eine Geschichte entweder ausdenkt oder ein Abenteuer kauft. Denn es gibt von den vielen verschiedenen Systemen auch durchaus vorgefertigte Geschichten, die man sich dann durchlesen und vorbereiten kann. Hm. Und die Spieler müssen sich halt einen Charakter erstellen, einen Helden erstellen. Ja. Wenn wir jetzt bei dem Fantasy-Script bleiben, was wir angesprochen haben, dann könnte einer sagen, zum Beispiel, ich möchte einen Ritter spielen, so einen richtigen... Ja, Ritter, Krieger, irgendwie sowas. Krieger. Genau. Hm. Und einer möchte vielleicht einen Zauberer darstellen, dann vielleicht eine Hexe, die dabei sein möchte, oder eine Elfe, oder einen Zwergen. Was man sich so in typischen Fantasy-Settings vorstellen kann, gibt es dann alles. Ja gut, und dann muss man sich eben Regeln suchen. Genau, man muss sich dann die passenden Regeln erstmal aussuchen. Das heißt, man sagt dann erstmal, okay, dann brauchen wir jetzt irgendein Fantasy-Regelsystem. Da gibt es natürlich unzählige. Genau, ja. Und nach diesen Regeln erstellt man sich den Charakter dann und dann hat man so einen Charakterbogen, wo dann die ganzen Werte, also die ganzen Fähigkeiten des Helden, den man darstellt, draufstehen. Wenn Zeron gerade irgendwas griffbereit hat, kann er ja mal sowas... Ja, ich muss mal gucken. Ja, das ist ein bisschen Aufwand, aber red du einfach weiter und ich würde mal so ein Ding einblenden. Genau. Kann sein, dass du jetzt weg bist. Das stört, glaube ich, keinen guten Geist hier. Doch. so ein Charakterbogen, auf dem stehen dann halt Zahlenwerte
Und dann nimmt man einen, ja, wenn dann so eine Situation kommt, wo man eben eine Probe machen muss, nimmt man einen Würfel und würfelt eben auf diesen Wert. Und wenn man die Probe dann halt schafft, dann gelingt auch die Aktion. Und wenn nicht, dann geht das eben schief. Ein gutes Beispiel, was ich gerne mal anbringe, ist, wenn einer sagt, ich möchte da über die Mauer klettern. Dann sagt der Spielleiter, gut, dann würfel mal bitte eine Probe auf deinen Kletternwert. Und wenn die gelingt, ja, kommst du oben an und kannst über die Mauer klettern. Wenn nicht, ja, entweder traust du dich nicht oder du stürzt ab. Ja. Oder wenn die Probe vielleicht nur ganz knapp nicht gelungen ist, könnte man auch sagen, ja, du kommst oben an, aber verlierst dabei deine Waffe, die fällt dir runter oder sowas. Ne? Dann, dass es so eine kleine Auswirkung hat. Ja, je nach System, was man benutzt, gibt es verschiedene Formen von Würfeln. Es gibt Systeme, die Fähigkeiten des Charakters in Prozenten anzeigen. Da muss man dann mit einem W100 drauf würfeln, einem 100-seitigen Würfel. Und jetzt werden sich die meisten fragen, was? Gibt es sowas? Kann man ganz einfach darstellen, indem man zwei 10-seitige Würfel nimmt, wo einer dann die 10er Stellen und einer die 1er Stellen darstellt und dann hat man Prozentwürfel. Ah, guck mal, jetzt habe ich sogar so ein Charakterbild hier. Ach ja, siehst du, das ist von unserem persönlichen Rollenspielsystem, mit dem wir das Schwarze Auge meistens spielen. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber da seht ihr, da sind so ganz verschiedene Werte drauf. Wenn du mal auf die zweite Seite scrollst, da sieht man dann die ganzen Talente. Ach so, die ganzen muss ich jetzt auf dem... Oh Gott, das ist kompliziert. So, Talente. Genau. Ne, da sieht man jetzt so ganz viele verschiedene Talente, mit denen man dann irgendwelche Aktionen der Helden abbilden kann. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Held eine bestimmte Aktion machen will, zum Beispiel eine Tür auftreten, müsste er eine Kraftaktprobe machen, beziehungsweise eine, und müsste dann auf diesen Wert mit dem W20 würfeln. Genau, bei uns, bei dem System, was wir verwenden, da benutzt man einen 20-seitigen Würfel. Das ist dieser hier. Achso, den sieht man jetzt gerade gar nicht, weil das Bild da... Warte mal, ich hätte auch einen hier. Ja, das Heldendokument ist ja noch davor, man sieht das gerade nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Genau. Kann man das erkennen? Der hat 20 Seiten, da ist die 20 zum Beispiel. Und genau. mit die kleine Form davon, das ist so ein Monster, Riesenwürfel. Und da würfelt man dann drauf und man hat ja den Wert auf seinem Papier, deshalb auch Pen and Paper, also Stift und Papier. Und da sieht man dann, ob das gelungen ist oder nicht. Ja, also im Prinzip, ne, wenn der Spielleiter sagt, du musst eine Kletternprobe würfeln und der Charakter hat meinetwegen jetzt einen Wert von 12 in Klettern, dann heißt es, er nimmt den W20 und würfelt und alles von 1 bis 12 wäre dann gelungen. Aber wenn er eine 13 oder höher würfelt, dann ist es eben nicht gelungen, dann klappt die Aktion nicht. Und so bringt man die Spannung ins Rollenspiel rein. Und dass nicht einfach alles klappt, sondern man eben Dinge riskiert, wenn man irgendwas macht. Genau. Und natürlich ist es so, es gibt auch sogenannte One-Shots, also kurze Abenteuer, wo man nur ein Abenteuer spielt. Aber meistens ist es darauf ausgelegt, dass man seinen Charakter behält und in die nächste Geschichte mitnimmt. Und am Ende eines Abenteuers bekommt man dann Erfahrungspunkte, mit denen man dann später seinen Charakter verbessern kann. Und so gibt es auch eine Entwicklung, so ähnlich wie das in Computerspielen auch ist. Genau, man kann ja diese Werte auf dem Papier, die ihr eben gerade gesehen habt, die kann man dann auch steigern. Das heißt, meistens hat man Stufen oder es ist stufenlos. Aber meistens gehen wir davon aus, wenn man eine bestimmte Anzahl an Abenteuerpunkten gekriegt hat, das heißt, der Spielleiter gibt am Ende eines Abenteuers immer Abenteuerpunkte aus für die geleisteten Sachen, was die Helden halt geschafft haben. Wenn sie es toll gemacht haben, kriegen sie viele. Wenn sie es beschissen gemacht haben, kriegen sie nicht so viele. Und danach, diese Punkte notiert man sich auch auf seinem Blatt. Und irgendwann erreicht man eine neue Stufe und kann seine ganzen Werte steigern. Ähnlich wie beim Computerspiel. Kann man genau, schon mal so parallel ziehen. Letzten Endes, so sind ja Computer-Rollenspiele auch entstanden. Das ist das Rollenspielelement in Computerspielen. Ja. Ursprünglich gab es natürlich logischerweise erst das Pen and Paper. Ja. Das ist schon ein bisschen älter, das gibt es seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und, das erste war, glaube ich, D&D oder so, ne? Das erste war D&D, genau. Das hat sich aus einem Miniaturen-Strategiespiel entwickelt. Und zwar haben die damals irgendwie immer so Militärsimulationen gemacht, hatten so eine riesen Karte aufgebaut und dann ihre kleinen Zinnsoldaten hin und her geschoben. Ja. Und dann sich irgendwann mal gedacht, es wäre irgendwie auch cool, wenn man dazu irgendwie eine Geschichte erzählt. Und daraus ist dann letzten Endes Dungeons and Dragons entstanden, das erste Pen and Paper Rollenspiel. Ja. Ja. Und das hat dann natürlich nach und nach viele Ableger gefunden. Das bekannteste in Deutschland ist das Schwarze Auge, genau. DSA. Was wir auch die meiste Zeit spielen. Also wir sind damit sozusagen groß geworden mit DSA. Genau.
groß und rund und dick. Und, klingt viel Risiko, schreibt Cedric. Und hallo Elysion übrigens auch noch. Klingt wie Risiko, das, was der Gygax damals gespielt hat. Ja, ich denke mal, sowas in die Richtung wird es wohl auch gewesen sein. Ja. Nur bevor es Risiko als Risiko gab. Also die haben sich das irgendwie, ich weiß nicht, ob die sich das selber ausgedacht haben oder so. Jedenfalls gab es früher so eine Strategiespiele. Und daraus haben die dann halt eben dieses Geschichtenelement noch mit dazu entworfen. Klingt jetzt alles erstmal furchtbar kompliziert und theoretisch, aber das muss es gar nicht sein. Genau. Im Grunde setzen sich fünf Freunde oder auch weniger oder mehr zusammen. Rollenspielbegeisterte. Ja. Also fünf Leute, die ein Abenteuer erleben wollen. Sie setzen sich an einen Tisch und einer davon ist der Spielleiter und vier sind die Spieler. Die Mindestanzahl gibt es eigentlich nicht, aber ich sage mal so, es wäre ganz gut, wenn du einen Spielleiter und mindestens zwei bis drei Spieler hast. Ja, also unter zwei, also mit zwei Spielern geht es auch mal, aber am besten so die Idealzahl für mich, finde ich, ist immer so drei bis vier Spieler. Drei so. Bis vier, ja. Ich finde auch drei Spieler ist eine richtig tolle Mischung, wenn du drei Spieler hast. Vier geht auch noch, fünf wird es dann schon wieder ein bisschen schwerer für einen Spielleiter. Und wenn ihr sowas mal anfangen wollt, wäre es nicht schlecht, wenn ihr vorher schon mal Pen and Paper gespielt habt als Spieler. Das heißt, nicht gleich als Spielleiter das Ganze starten, außer es gibt keine andere Möglichkeit, weil keiner irgendeinen Schimmer hat, dann müsst ihr das halt so machen. Aber der Spielleiter sollte der zumindest sein, der die Regeln auch kennt. Ja. Zumindest grundsätzlich so. Ein bisschen. Am besten besser als die Spieler, sonst versuchen die Regeln auszunutzen. Ja, genau. Das kann passieren. Ja, ich meine, wie gesagt, klingt nach einem sehr komplizierten Hobby, ist es aber gar nicht und ist es vor allem eins, was einen in den meisten Fällen, wo ich es höre, wo ich mal mit Leuten gesprochen habe, immer gleich gepackt hat, tatsächlich. Ja. Zeron, wie ist denn das bei dir? Wie kommt jemand wie du zum Rollenspiel? Zum Rollenspiel. Ich habe jemanden kennengelernt, der das gespielt hat tatsächlich und der war sehr begeistert davon, hat mir immer davon erzählt, was sie da für Abenteuer erlebt haben. Also er hat das dann noch so erzählt, ja und dann waren wir da ganz im Norden und da waren Yetis und dann kamen da so und so viele und dann haben wir gegen die gekämpft und erschlagen und ich konnte mir auch erst so, ich habe da gestanden und gedacht, hä, was redet der da? Was faselt der? Ne? Spielen wir jetzt auf dem Brett und da stehen dann auch irgendwie Yetis und er hat davon erzählt, als wenn er es erlebt hätte. Tatsächlich. Ein anderer Punkt für Rollenspiel, wenn entweder fragen sie nach einem Brettspiel oder zieht ihr da dann so Kostüme an? Ja, und Schauspieler genau. Dann genau, so, ne? Die das Frage kommt auch sehr häufig, ob wir dann uns verkleiden und dann da durch den Wald laufen und so tun, als wären wir Gandalf und seine Hobbits. Das machen wir natürlich nicht. Das findet alles nur im Kopf statt. Das heißt, euer Rechner und euer Monitor ist euer eigenes Gehirn und eure Vorstellungskraft. Und deswegen hat das auch immer die beste Grafik tatsächlich. Ja, genau. Einziger Nachteil ist dabei, dass eventuell die Vorstellungen so ein bisschen voneinander abweichen und dass das ab und zu mal wieder korrigiert werden muss. Ja, da kommt es natürlich darauf an, wie gut beschreibt ein Spielleiter das. Das passiert mir ja auch ständig, dass ich irgendwas beschreibe und ich denke, ich habe es genug beschrieben, weil ich meine Vorstellung im Kopf habe und dann merke, dass jeder Spieler irgendwie das so ein bisschen anders sieht. Und dann, ja. Aber das ist ja nicht schlimm, dann erklärt man das nochmal nach. Nee, wir rennen nicht mit Kostüm durch den Wald, machen wir nicht. Nein. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch das sogenannte Live-Action-Roleplay, LARP. Da wird wirklich sowas gemacht. Ja, da wird sich verkleidet direkt, ja. Richtig. Haben wir auch mal spaßeshalber so zwei, dreimal mitgemacht. War nicht so unser Ding. Also meins, es war ganz lustig, aber es würde ich nicht immer machen wollen. Da ziehe ich doch die gemütliche Spielrunde am Spieltisch vor. Genau. Mit einem Gläschen Cola oder so und ordentlich Chips und Süßigkeiten, die man in sich reinstopfen kann. Das ganz heißt, wenn ihr das Ganze machen wollt, sucht euch erstmal einen Bereich aus, den ihr spielen wollt. Also entweder Fantasy, natürlich kann man auch Science Fiction, gibt es auch sehr gute Rollenspiele, Cyberpunk, keine Ahnung, Horror, Vampirgeschichten, Star Wars zum Beispiel. Star Wars, ne? Es gibt so ziemlich für alles, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es irgendwo ein Regelsystem. Und wenn es da kein Regelsystem für gibt, Horror, das wäre Horror, so zum Beispiel Cthulhu, wenn man so die Lovecraft-Geschichten nachspielen will, sowas. Genau. Sucht euch irgendwas aus, wo ihr alle Bock drauf habt, was ihr alle gern spielen möchtet. Dann besorgt euch ein Regelwerk. Es gibt kostenlose Regelwerke im Internet teilweise. Ja. Man kann also null Geld ausgeben. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und kriegt dann so wunderschöne Bücher wieder, zum Beispiel Am Rande des Imperiums, was ein sehr hochwertiger sehr hochwertiges Produkt ist und auch natürlich dementsprechend etwas teurer. Also kann man auch schon mal locker so 50 Euro für auf den Tisch legen, denke ich mal. Ja. Und dann muss den Spielleiter machen oder darf den Spielleiter machen. Bei uns wechselt das ab und zu, aber allerdings ist Zordan hier meistens Spielleiter, kann man ja schon so sagen. Du bist meistens der Spielleiter. Ja. Ab und zu mache ich das auch mal.
Ja, und dann erlebt man das Abenteuer in diesem Fantasy-Reich sozusagen, im Reich eurer Fantasie. Das heißt, genau. Der Spielleiter erzählt, wo du bist du gerade, was ist da und leitet das Ganze erstmal so ein bisschen ein und erzählt die Geschichte und ja, als Spieler interagiert man dann im Grunde. Man sagt, ja, ich gehe jetzt zum Beispiel mal in die Schenke und bestell mir ein Bier. So eine typische, wenn man jetzt mal so ein Beispiel für so eine Anfangsszene nehmen will, der Spielleiter, der hat ja so ein bisschen die Aufgabe, die Stimmung zu vermitteln und auch so in die Umgebung. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ihr kommt so langsam zu euch und ihr hört um ich euch herum. Ich mag solche Anfänge nicht. Ich weiß. Das Geplapper von vielen Menschen und ihr hört das Geschrei von Möwen. Es riecht nach Salz und Urin und so langsam werdet ihr wieder klar und merkt, ihr sitzt vor der Hafenschenke, wo ihr am letzten Abend ordentlich einen über den Durst getrunken habt und wacht auf, als ihr plötzlich einen Schrei aus der Nebengasse hört. Und dann kommt der wichtigste Punkt, den man als Spielleiter immer machen kann, nämlich die Frage, was wollt ihr tun? Und ab dem Zeitpunkt entscheiden dann die Spieler, was sie machen wollen. Und ich als Spieler würde jetzt natürlich dann sagen, ja, ich rappel mich auf, gucke, ob mein Schwert noch da ist und meine ganze Ausrüstung oder ob ich den in der Schenke liegen lassen habe. Und begebe mich natürlich sofort dahin, wo der Schrei gerade herkommt. Das heißt, ich renne in diese Gasse. Ja, und dann würde ich zum Beispiel sagen, als du um die Ecke biegst, du rutscht fast noch auf einem Haufen Unrat, der auf der Straße liegt, aus, siehst du in einer dunklen Nebengasse, wie ein abgerissener Halunke gerade versucht, eine Frau zu überwältigen. Und wahrscheinlich auszurauben. Du siehst, dass er ein Messer gezogen hat. Und dann kommt wieder, was willst du tun? Ja, und dann wäre der Spieler halt wieder dran und ich würde, hey da, rufe ich, Halunke, lass sofort von der Frau ab, sonst gibt's was mit dem Schwert, wenn ich das habe. Ja, und dann ne, zum Beispiel der Halunke tut genau das, was du von ihm willst. Er lässt von der Frau ab, dreht sich zu dir um und mit einem fiesen Grinsen aus seinem zahnlosen Maul knurrt er dich an mit den Worten, was willst du denn? Komm doch her! Und geht mit seiner Waffe auf dich los. Genau. Und dann zum Beispiel würde ein Kampf beginnen. Ja, dann würden halt die Werte, die man vorher über das Regelwerk, was man sich ja durchgelesen hat und was man, also man muss das nicht auswendig kennen. Kein Mensch kennt irgendwelche Regelwerke auswendig. Man kann auch immer mal wieder nachschlagen. Aber du hast auf jeden Fall auf deinem Heldendokument hast du dann Werte für Kampf. Meistens ein Attacke- und Paradewert. Und noch einen Wert für die Waffe, beziehungsweise wie viel Schaden machst du, wenn du triffst. Genau. Und du hast eine Lebensenergie und einen Rüstungsschutz vielleicht noch. Und damit wird dann halt berechnet, wie der Kampf verläuft. Genau, das wird dann in Runden gestaltet meistens. Also es gibt, glaube ich, auch Systeme, die das ohne Rundenbasierung machen. Ja. Aber in der Regel ist sowas immer in Runden basiert. Also eine feste Zeitanzahl, in der du eine bestimmte Anzahl von Aktionen hast, in so einer Kampfrunde, nennen wir das jetzt einfach mal. Bei uns in unserem System, was wir spielen, kann man angreifen, abwehren und noch eine freie Aktion machen, wie zum Beispiel irgendwas rufen oder so oder eine Waffe fallen lassen oder ähnliches. Genau. Dann gibt es noch meistens einen Wert, der bei uns nennt er sich Initiative, der anzeigt, wer wie schnell ist, wer als erster dran ist. Und danach geht das dann eben wirklich schön in Runden. So lange, bis entweder einer aufhört oder einer besiegt ist. Und jetzt kommt nämlich der allerwichtigste Punkt. Wir haben ja gerade diese Szene gehabt. Ne? Das, was ich gerade gemacht habe als Spieler, ist natürlich das Verhalten, was der Spielleiter damit provozieren wollte, so ein bisschen. Ne? Ein Schrei aus der Gasse von der Frau auch noch, oh Gott. Ich hätte aber auch sagen können, ich drehe mich um und gehe weg. Oder ist mir doch egal. Ich renne rüber, ich gucke mich um, ob da irgendwo eine Stadtwache ist. Wenn ich zum Beispiel kein Krieger bin, sondern ich bin eher so der Händlertyp oder ich bin eher, ja, keine Ahnung, ein Scharlatan oder sonst was. Hätte ich auch genauso gut sagen können, ich gucke mich mal um auf dem Platz, ob da irgendwo eine Wache ist, renne da hin und sag der Wache Bescheid. Ich hätte auch sagen können, ist mir egal, was der Frau da passiert, ich gehe jetzt ins Badehaus, weil ich stinke ja. Und das ist das, was Pen & Papers ganz große Stärke ist. Denn in jedem Computerspiel habt ihr Auswahlmöglichkeiten. Die sind aber immer begrenzt. Genau. Bei Pen & Paper ist Star Wars ist abgestürzt. Bei Pen & Paper ist die einzige Grenze, die ihr habt, eure Fantasie. Genau. Das heißt, meistens geht man schon bestimmte Wege, aber es ist völlig frei.
Ich kann, hätte auch sagen können, ich ziehe mich nackt aus und tanze Boogie Boogie auf dem Marktplatz. Richtig. Um möglichst viele Leute anzulocken, was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ich hätte es machen können, zumindest in meiner Fantasie. Genau. Nun gibt es natürlich einen Rahmen, einen Handlungsrahmen gibt es schon, der sich durch zwei Dinge bemerkbar macht. Einmal natürlich durch die Spielregeln, durch die Werte, die man hat. Vielleicht ist man gar nicht in der Lage, irgendeine Aktion, die jetzt nötig wäre, zu vollbringen. Wie du eben schon sagst, wenn einer gar kein Krieger ist, der sich denkt, oh Gott, der sticht mich ja jetzt ab, was mache ich denn? Dann kann man natürlich versuchen, was anderes zu machen, den zu provozieren und dann loszurennen, dass der vielleicht hinter dir herläuft und dann rennst du direkt zur Wache oder sowas. Oder davon überzeugen, dass man das Geld, was man der Frau klaut, teilt. Oder so, ne? Ja. Wenn das mal mitmacht, geht natürlich auch. Der andere Rahmen, der ergibt sich so ein bisschen aus der Spielwelt selber. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man spielt einen Ritter, dann hat er natürlich gewisse Prinzipien, ein gewisses Ehrverhalten. Genau, ja. Und würde dann natürlich eingreifen, selbst wenn er verlieren könnte, würde er das trotzdem machen, einfach weil er ein Ritter ist. Und das ist so ein Punkt, der ja auch so mit reinspielt, was ich am Anfang sagte, man muss sich einig sein, was man spielen möchte. Ja. Wenn jetzt ein paar der Spieler gerne wirklich meinetwegen realistisch spielen wollen oder eben wirklich rollengetreu spielen wollen und wirklich das darstellen wollen, was sie sich da ausgesucht haben, kann das natürlich arg kollidieren, wenn du Spieler hast, die dann zum Beispiel sagen, ich will eigentlich nur Monster totschlagen und Erfahrungspunkte sammeln und Gold und so, ne, so quasi nur so grinden darstellen oder sowas. Oder da muss zumindest ein gewisser Konsens in der Gruppe sein, dass da alle mit glücklich sind und sonst hast du dann irgendwann einfach ein paar Spieler, die keinen Spaß haben. Und Andi Stein schreibt gerade, ich würde einen Narr spielen, volle Entscheidungsfreiheit. Bei DSA nennt man die Schelme, das sind wirklich die beliebtesten Spielercharaktere bei den anderen in der Gruppe, immer. Ja, also, ne, man hat halt viel mehr Freiheiten als in den meisten Spielen, die ihr vom Computer her kennt. Und man hat auch noch man hat halt, gerade in Gesprächen zeigt sich das oft. In Spielen ist es ja meistens so, wenn du einen Gesprächsteil hast, hast du Gesprächsoptionen. Das heißt, du hast dann 4, 5, 6 Antworten, die du jetzt als Held geben kannst. Mhm. Das ist natürlich bei Pen and Paper, du kannst alles sagen. Du kannst jeden Weg gehen, der dir gerade einfällt. Genau. Natürlich ist man immer ein bisschen durch seinen eigenen Geist beschränkt, weil man ja versucht auch immer recht geradlinig an Probleme ranzugehen. Aber das ist einfach viel freier als in einem Computerspiel, sage ich jetzt mal. Ja, ich meine, es ist ja dann noch die hohe Kunst, wenn du dann Spieler hast, die sagen, ich weiß das zwar, aber mein Charakter hat einen Klugheitswert von 8 oder so, der ist zu dumm dafür. Ja. Da muss man manchmal auch die Kirche im Dorf lassen und einfach sagen, wir wollen ja hier das Abenteuer lösen und nicht zu sehr auf Prinzipien reiten. Das ist awesome, ja, genau. Delfino schreibt gerade, bei GOBS geht sowas, das ist ein generisches System, da kannst du auch einen Ritter mit Ionenblaster berechnen. Das stimmt, GOBS ist eins von diesen, danke, Grüße zurück übrigens, tiefenentspannt. GOBS ist so eins dieser Systeme, wo man alles Mögliche spielen kann. Aber das ist wieder der wichtige Punkt, alle Spieler müssen sich vielleicht vorher erstmal auf eine Welt einigen. Wenn das so wie bei uns ist, wir sagen ja, wir spielen am liebsten das Schwarze Auge. Das Schwarze Auge gibt es seit 1984. Ja. Da wird eine feste Welt beschrieben und die kennen wir auch alle sehr gut. Und das ist natürlich auch ein Handlungsrahmen, wo wir dann wissen, egal, selbst wenn wir das mit anderen Regeln spielen, da hat ein Ritter keinen Ionenblaster. Das gibt es da nicht, weil das ist eine Mittelalter-Fantasy oder Renaissance-Fantasy. Ja. Und wenn sich aber alle zum Beispiel am Spieltisch einig sind, wir wollen eine eigene Welt erschaffen und da soll es sowas geben. Warum nicht? Dann warum nicht? Ne? Ich würde am Anfang zwar dazu raten, erstmal eine bestehende Welt zu nehmen, um nicht alles selber sich irgendwie zusammenbauen zu müssen. Auch vielleicht erstmal ein einfaches System. DSA ist ein sehr komplexes System geworden über die Jahre. Ja. Es gibt aber auch ganz einfache Spielsysteme, wo man wirklich nur ein paar Eigenschaftswerte hat. Halt, man hat irgendwie Mut, Klugheit, Agilität. Ganz simpel und auf diese Werte würfelt man dann. Es gibt auch Systeme ohne direkte Talente, wie zum Beispiel Dungeon Slayers. Wer mit Fantasy anfangen will und erstmal generell Rollenspiel einfach kennenlernen will, dem empfehle ich Dungeon Slayers. Das ist ein simples System. Ja. Ihr kauft euch ein Buch und habt alles. Ihr habt eine Weltbeschreibung, ihr habt ein Spielsystem, ihr habt zwei Abenteuer, glaube ich, sogar schon da drin. Dungeon Slayers kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der einfach noch nie Rollenspiel gemacht hat und der es mal kennenlernen will. Und es ist eine ganz einfache Spielmechanik, die man innerhalb von, also die Regeln hast du innerhalb von einer halben Stunde durchgelesen. Ja.
und kannst loslegen. So ein Charakter ist auch ruckzuck gebaut. Ja. Das ist ja bei manchen anderen Systemen doch durchaus komplizierter. Zum Beispiel ist es bei uns auch so, das schwarze Auge war uns auch zu kompliziert und das hat dazu geführt, dass wir ein völlig eigenes System gemacht haben. System uns ausgedacht haben ja. und ein Buch ja. draus gemacht. Ja. Was übrigens sehr, sehr gut ist, Zordan, das hat der Zordan hier, er hier, hat der da, hat das selbst geschrieben. Und die Grundidee stammt so von uns so ein bisschen. Und dann hat Zordan sich dran gesetzt, hat Monate um Monate dieses Regelwerk ausgebaut. Das ist jetzt, glaube ich, die 5. Edition oder so, keine Ahnung. Ja, das, ne, wir sind über ein paar Versionen gegangen. Ja. Das mussten sich ja auch erstmal, wir mussten das ja auch erstmal testen und haben dann festgestellt, die und die Sachen passen nicht. Aber jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, damit können wir gut spielen. Das ist zufriedenstellend. Der Fino schreibt, wir sind damals auf einem Planeten mit unserem Raumschiff gestrandet, der noch im Mittelalter war. Sowas ist durchaus interessant. Ja, und Ritter mit Ionenblaster, dann bist du auch ganz schnell hier bei Masters of the Universe zum Beispiel. Ja, genau. Das ist ja auch sowas. Also, egal, wo ihr Fan von seid, ihr könnt theoretisch sogar Pokémon-Rollenspiel machen. Oder wir hatten zum Beispiel mal ein Abenteuer, wo man ein Tier gespielt hat oder wo man Tiere gespielt hat. Mhm. Das funktioniert alles. Man kann das alles machen. Das ist erstmal, ja, man ist da völlig frei. Wichtig ist halt, ja, dass alle, wenn jetzt zum Beispiel der Spielleiter sagt, so wie jetzt bei dem Tierabenteuer, so und so ist die Welt, dass halt alle da so auf dem gleichen Nenner sind einfach. Mhm. Ne? Ja. Und dass alle Spaß daran haben. Genau. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache für einen Spielleiter, wenn ihr vielleicht Spielleiter seid und so, spielt mit den Helden. Also sorgt dafür, dass die Spaß haben. Dann habt ihr auch Spaß und das ist immer ganz wichtig. Bei manchen Spielleitern gerade so am Anfang hat man so den Eindruck, die versuchen so ein bisschen gegen die Helden zu spielen und versuchen denen das Leben möglichst schwer zu machen, möglichst fiese Gegner vorzusetzen, um damit zu zeigen, hey, ich bin ein toller Spielleiter, weil ich mache euch hier fix und fertig. Gebe euch so schwere Rätsel, die ihr nie lösen könnt und so komplexe Zusammenhänge, die ihr nie aufdeckt und auch so schwere Gegner, die ihr nie besiegen könnt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Weil der Sinn der Sache ist, das hat ein guter Kumpel Mili immer gesagt, dass alle Spaß haben am Spieltisch. Spieler absolut, und Spielleiter. Das ist auch so ein Punkt, also entweder einer, der es den Helden wirklich schwer machen will, oder ein Spieler, der nur seine eigene Geschichte erzählen will, wo die Helden eigentlich nur Mitläufer sind und nicht wirklich was machen können oder so, oder was beeinflussen können. Das ist halt, das macht dann dem Spielleiter vielleicht Spaß, aber den Spielern dann wieder nicht. Also als Spielleiter hast du den Job, du musst den Helden Herausforderungen geben, aber man darf es auch nicht triezen. Das ist so, das ist ein Prozess, man lernt das. Wenn man viel Spielleiter ist, dann wird man darin auch besser. Also dann erkennt man auch, dann weiß man auch, was seine eigene Spielgruppe mag und was nicht. Dann erkennst du vielleicht auch die Stimmung am Spielabend mal, wenn irgendwas ist, was dem einen nicht so richtig in Kram passt oder so, dann kann man auch wieder gegensteuern. Ja, da kommen wir jetzt schon sehr ins Spezielle schon wieder, ne? Ja, das war also schon, ich denke mal, wir haben jetzt ja erstmal darüber geredet, was ist überhaupt Pen and Paper. Ich hoffe, wir konnten euch das so ein bisschen nahebringen. Oder gibt es da noch, oder gibt es bei irgendwen noch irgendwelche Unklarheiten? Dann melde dich. Oh, Cedric. Cedric schreibt. Ui. Ah, ja. Okay. Ja, das klingt auch richtig cool. Ja. Ja, man kann sich da richtig reinhängen. Man kann sich richtig reinhängen in so eine Welt und kann da alles ganz haarklein ausarbeiten. Und da haben auch viele Spaß dran. Ne? Ich bin ja zum Beispiel so einer, ich habe Spaß an tollen Geschichten. Ich mag gerne tolle Geschichten und ich mag gerne mal einen Charakter darstellen, der auch jetzt, mittlerweile spiele ich auch schon so ein bisschen ausgefallenere Charaktere, die so ein bisschen ein paar Macken haben auch und so. Mhm. Und dann gibt es auch andere Spieler, die mögen, also jetzt können wir mal auf die verschiedenen Spielertypen eingehen. Guter Plan, ja. Das bin ich so, ne? Also ich bin so der, ich setze mich gerne hin, höre mir eine schöne Geschichte an und erlebe tolle Abenteuer gerne. Was da auf dem Blatt steht, ja, das muss schon so einigermaßen zu dem Charakter passen, das ist mir wichtig, aber für mich ist halt eher die Geschichte im Vordergrund. Ja, ich glaube, deswegen harmonieren wir auch im Rollenspiel so gut, weil da bin ich ziemlich genauso. Also ich bin auch eher so der Storyteller-Typ. Ich mag es, einen Charakter auszuspielen und ansonsten ist mir die Geschichte aber wichtiger, als dass ich den höchsten Wert in Stärke habe oder sowas. Das ist für mich auch eher zweitrangig. Genau, das ist nämlich dann der andere Spieler. Es gibt auch Spieler, die sehr auf ihre Werte fixiert sind. Das ist gar nicht, überhaupt nichts Schlimmes. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Jeder hat halt an anderen Sachen Spaß beim Pen and Paper. Und die halt versuchen, an ihrem Helden rumzufeilen, den möglichst stark zu machen, den möglichst effektiv zu machen, dass er alles so ein bisschen kann und oder die Sachen, die ihm wichtig sind, ganz besonders gut kann und so.
und sich eine vernünftige Ausrüstung zusammenzusammeln und ja, da, und dann wahrscheinlich auch jeden Kampf zu gewinnen möglichst oder jede Herausforderung zu gewinnen. Muss ja nicht immer Kampf sein. Oder als Magier halt die besten Sprüche können und die auch jederzeit gelingen und so. Das ist dann der andere Spielertyp. Der hat halt andere Prioritäten. Da ist die Geschichte nicht so wichtig. Der freut sich halt, wenn es wenn es mal wenn einfach mal ein Spiel nur gekämpft wird oder so. Und er dann ganze Werte einbringen kann und also seinen ganzen Helden so voll ausfahren kann, wie er ihn gesteigert hat. Genau, dem ist es vor allem dann auch wichtig, dass er würfeln kann, damit er diese Werte, die er da entwickelt hat, natürlich auch dann ausnutzen kann und so. Also ich denke, viele, die so vom Computer-Rollenspiel rüberkommen und dann das erste Mal Pen and Paper machen, die sind wahrscheinlich am Anfang erstmal so gepolt, dass sie denken, es geht so um Loot und Werte und so weiter. Ja, und das ist völlig okay. Wenn ihr daran Spaß habt und das euer Ding ist, dann ist das total in Ordnung. Man kann auch durchaus verschiedene Spielertypen in einer Gruppe haben. Das haben wir in unserer eigenen auch total. Also ja. Aber es ist natürlich gut, wenn so ein paar zumindest da übereinstimmen. Ja. Was gibt es noch? Dann gibt es halt so mehr so, die nur gelegenheitsmäßig spielen. Denen ist das eigentlich so mit den Werten alles gar nicht so wichtig. Denen ist es dann eher wichtig, sich mit den Kumpels zu treffen und einen schönen Abend zu haben. Lecker was zu essen vielleicht noch. Ja. Genau. Ja. Was auch in Ordnung ist, was völlig okay ist. Ja. Dann gibt es noch so, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, aber es gibt auch Leute, die vor allem viel Spaß an dem Charakter darstellen haben. Denen sind die Werte jetzt auch nicht weiter wichtig. Denen geht es wirklich darum, schon fast so ein bisschen zu Schauspielern. Und beim Rollenspiel, viele denken dann, oh, da muss ich Schauspielern. Nein, muss man natürlich nicht. Es hilft der Stimmung, wenn zum Beispiel der Spielleiter den Goblin mit deiner anderen Stimme darstellt oder sowas. Ne? Sowas hilft natürlich, dass sich die Spieler dann besser vorstellen können, mit wem rede ich denn da jetzt gerade? Spreche ich mit dem dicken Mann? Oder mit dem kleinen Goblin? So, wenn man sowas macht. Aber das ist alles nicht notwendig. Aber es gibt halt auch zum Beispiel viele Spieler, die wollen dann wirklich einen Adeligen aus dem Süden spielen, der einen besonderen Bezug zu Pferden hat oder sowas und wollen das dann gerne den ganzen Abend darstellen. Ne? Kakaodieb fragt gerade, wie weit wir ja die Abenteuer in die Zukunft planen. Weil er sich halt vorstellen kann, dass man dass das Abenteuer schnell einen anderen Verlauf nehmen kann, als der eigentlich vorgesehene. Ja, also ich mache das mittlerweile so, dass wenn ich ein Abenteuer anlege, dass ich einen Rahmen habe, einen Handlungsrahmen, ungefähr das Ziel, wo soll es hingehen, was ist die Quest sozusagen, was müssen die Spieler erreichen und nicht sehr weit vorplane. Das heißt, ich plane sozusagen von Spielabend zu Spielabend. Ich gucke, was machen die Helden, welche Wege schlagen die ein, wie könnte sich das beim nächsten Spielabend entwickeln. Das geht natürlich bei uns auch extrem gut, weil wir nur so 3 Stunden spielen, 3-4 Stunden. Ja. Deshalb kann man sehr gut von Spielabend zu Spielabend planen. Und dann haben die Spieler dann noch so den Eindruck, okay, ich kann hier wirklich in jede Richtung gehen und alles ist, Sowas macht die Welt halt auch total lebendig. Das ist tatsächlich bei mir genauso. Früher, als ich angefangen habe, selber auch mal Abenteuer zu schreiben, da habe ich die natürlich haarklein über viele Seiten ausgestaltet und hatte die dann mit der festen Vorstellung, so genau so muss die Geschichte ablaufen. Davon bin ich inzwischen weit abgekommen. Also inzwischen sind meine Abenteuer, die ich vorbereite, eine DIN A4-Seite, wo ich mir Stichpunkte und ein paar Namen drauf schreibe und ein paar Eigenschaften von den Leuten, die es so gibt in dieser Geschichte. Und habe dann, also in der Regel vorbereitet, habe ich die Anfangsszene, mit der wir einsteigen, die Vorstellung, wo es hingehen soll, vielleicht so den Hauptplotpunkt, den Hauptauftrag oder was das auch Ziel, immer. Ja. Das Ziel, ne? Und ansonsten überlasse ich es tatsächlich meistens den Spielern, wie sie dann da hinkommen. Viele Sachen sind einfach selbstverständlich. Was weiß ich, wir wollten eine Schatzinsel suchen, dann müsst ihr natürlich irgendwie mit dem Schiff fahren, anders kommt er da halt nicht hin. Ja. Sowas ist dann logisch, sowas ist dann klar. Aber vielleicht sagen sie, wir kaufen uns fliegende Teppiche. Also dann kannst du die ganze Sache mit dem Schiff schon wieder vergessen. Und wenn du dann dir Stunden da vorgenommen hast, ein komplettes Schiff mit seiner ganzen Mannschaft auszuarbeiten, dann bist du als Spielleiter echt gefrustet, wenn die Helden dann sagen, nö, wir nehmen den fliegenden Teppich. Ja. Und du sitzt da, oder hier, ich habe die Flöte, mit der kann ich einen Drachen rufen. Ja, genau, und dann fliegen wir mit dem Dachen darüber. Ja, das richtig. Ist dann Pech. Dann ist das Pech. Und deswegen gar nicht so viel vorbereiten, denn vieles, sondern nur so die Eckpunkte haben. Vielleicht, wenn es irgendwo eine Problemstelle gibt, die vorgesehen ist, dass man sich so ein paar Möglichkeiten überlegt, wie man das lösen kann. Was weiß ich. Wie es auch beim Computerspiel manchmal ist, so ne, wie bei dir bei Kingdom Come, du kannst wen bestechen, du kannst auch wen bedrohen oder du
Ja. Kannst du da irgendwie anders einschleimen, ne? So eine Sache, das kann man sich ja so ein bisschen überlegen. Aber ansonsten, die für mich als Spielleiter spaßigsten Szenen haben sich immer dann ergeben, wenn die Spieler genug Freiheiten hatten, sich das selbst stimmt, zu überlegen. Das stand, ja. Das beste Beispiel war jetzt erst in unserem letzten Abenteuer, was wir gespielt haben, wie ein gewisser Pirat aus der Gruppe überlegt hat, ob man den Auftrag, den man da jetzt so angeboten gekriegt hat, jetzt annehmen soll oder nicht. Und dann gedacht hat, ich gehe mal zu einer Wahrsagerin. Die war überhaupt nicht vorgesehen. Ich habe mit dem Namensgenerator mir schnell einen passenden Namen ausgesucht. Und ach ja, das war ein Namensgenerator, okay. Ja, mit dem Namensgenerator. Und wir haben, hatte ich auf dem Handy einfach nur kurz gedrückt, Namen aus Maraskan und dann zack. Und dann haben wir da eine komplette Szene bei einer Wahrsagerin komplett improvisiert. Einfach die so ein bisschen was erzählen lassen. Das gab mir dann sogar die Möglichkeit, so ein bisschen ein Foreshadowing, Vorgucker, sagt man, also ein so ein bisschen Vorgeschmack auf das Abenteuer, ja, zu machen. Musste mir dann natürlich überlegen, dass ich nicht zu viel verrate. Aber so ein bisschen dann die Richtung schon vorgeben konnte, was dann später auch wieder geholfen hat, weil die Gruppe hat dann auch genau das gemacht, was sie wollte. Nämlich dadurch, dass sie die Wahrsagerin gehört hatten, die ihnen das empfohlen hat, haben sie es auch gemacht. Der Finishmark gerade kann mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist, wenn man also so einen Teil wieder wegwerfen muss, den man vorbereitet hat. Deshalb machen wir das ja. Also gut, manchmal muss man Orte vorbereiten. Zum Beispiel hatte ich jetzt gerade das letzte Abenteuer, was ich geleitet habe, hat an einem bestimmten Ort gespielt. Kleiner Handlungsrahmen, es war so ein Weingut. Und natürlich habe ich dieses Weingut, so gut es mir möglich war, irgendwie ausgearbeitet mit allen Leuten, die da leben, mit allen Hintergründen. Und es war auch ein bisschen Detektivgeschichte. Das war super. Das war echt super ausgestaltet. Ja. Und ja, da muss man natürlich dann, wenn die Helden dann einfach sagen, okay, wir gehen nicht auf dieses Weingut, wir reisen weiter, dann ist aber auch das Abenteuer zu Ende im Endeffekt. Und von daher wäre es natürlich dann super ärgerlich, klar, wenn man. Ja, nee, aber dann sagt man ja als Spielleiter auch, Leute, das Abenteuer spielt da. Genau. Wollt ihr jetzt, ich habe sonst nichts weiter vorbereitet, wenn ihr das jetzt machen wollt, gerne, aber dann ist Ende. Dann kann der nächste starten. Dann ist heute vorbei, dann kann der nächste starten. Das kann man ruhig machen, finde ich auch. Auch als Spieler sehe ich das nicht als störend, wenn der Spieler dann sagt, hier, pass auf, ihr könnt das jetzt zwar machen, ihr könnt jetzt zwar an diesem Weingut einfach vorbeireiten und sagen, nö, ach, wir reiten jetzt einfach weiter in die Stadt, wo wir eigentlich hinreisen wollten, aber dann ist das Abenteuer halt aus. Dann, okay, dann macht man halt einen Schritt zurück und fängt wieder da weiter, macht da weiter. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja das Ding, das könnt ihr ja immer selber machen. Ihr könnt ja auch sagen, wir spulen hier mal zurück, weil wir haben uns gerade völlig verrannt oder so. Ja, das, genau. Das könnt ihr ja euch da einig sein, das ist ja völlig in Ordnung. Und aber es kommt selten vor, tatsächlich. Also bei unserer Gruppe kommt es sehr selten vor, dass wir in solche Situationen kommen. Das liegt aber auch daran, dass wir lange miteinander gespielt haben und immer so wissen. Dass wir alt sind auch. Dass wir alt sind, ja. Dass wir uns nicht die Mühe machen, zu viel quer zu denken, sondern ach, da gucke mal, da ist so ein kleiner Plotfaden, der uns hingehalten wird, den nehmen wir doch mal, bevor wir uns jetzt selber was überlegen müssen. Dem folgen wir doch gerne. Also die Spieler werden, wenn du Spielleiter bist, immer schon merken, in welche Richtung, also ungefähr du willst, was die Aufgabe ist und werden natürlich auch erstmal den Anspruch haben, diesem Weg zu folgen. Ja, das ist, es läuft eigentlich immer ganz gut. Wenn man was sehr mühevoll vorbereitet hat und das kommt dann gar nicht im Abenteuer vor, das kann schon mal passieren. Ja. Dann hat man das ja nicht umsonst vorbereitet, dann nimmt man das halt für irgendein anderes Abenteuer. Ja, genau. Das ist ja, ne, ist nicht unbedingt umsonst Arbeit, aber wie gesagt, deswegen darf man sich nicht zu sehr. Man muss flexibel sein als Spielleiter. Ja. Man muss sehr flexibel sein und sich auf die Situation so ein bisschen einstellen können. Ja, ja. Es ist halt immer toll, auch auf seine Spieler zu hören, weil manchmal haben die eine viel bessere Idee, als man selber sich vorgestellt hat. Das geht mir ständig so. Das geht mir wirklich ständig so, dass ich in der Gruppe sitze und so soll das Abenteuer gehen. Oder meinetwegen ist es ein gekauftes Abenteuer. Da haben die ja dann auch einem so ein paar Vorschläge gemacht, wie man eine Szene lösen kann. Und dann kommen die Spieler auf eine Idee, wo man sich selber denkt, das macht viel mehr Sinn als das, was der Autor da geschrieben hat. Ja, wir machen das. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das noch gar nicht erwähnt haben, dass es natürlich gekaufte Abenteuer gibt. Das heißt, wenn du noch nie ein Spiel geleitet hast, brauchst du ja natürlich kein eigenes Abenteuer ausdenken. Es gibt für das jedes ist jetzt System ein Beispiel eigentlich... für DSA. Das zum Beispiel für DSA, gibt es vorgefertigte Abenteuer. Das ist im Grunde wie ein Buch, das liest du dir durch, da steht die Geschichte drin, da steht, wie du deine Spieler in das Ganze einbinden kannst, da stehen die Handlungsorte drin, da ist alles drin und du liest es dir einmal durch oder zweimal und dann kannst du im Grunde mit dem Spielamt beginnen. Genau, dann hast du da auch meinetwegen die Nichtspielercharaktere, sogenannte NSCs, die du dann vielleicht darstellen kannst, die sind dann immer beschrieben mit Namen, Aussehen und was die so für Charaktereigenschaften vielleicht haben, sodass man die dann auch vielleicht ein Bild dabei, dann kann man sie leichter darstellen und mal zeigen und so. Genau. Es gibt das Karten ist also von den Handlungsorten teilweise. Ja. Muss ja jetzt nicht immer eine Dungeon-Karte sein, sondern es kann ja auch ein Gebäude sein, was im Zentrum des Abenteuers steht.
Wie zum Beispiel, wenn du jetzt der Name der Rose einfach mal als Abenteuer nehmen würdest, da wäre dann halt das Kloster abgebildet, Genau. in dem das Ganze spielt. Und die ganzen Richtig. Mönche und die ganzen Personen, die da sind, mit Werten auch vor allen Dingen. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo ein Beispiel für so eine Karte finde. Ja. Also die ganzen Werte von den einzelnen Charakteren, ihre Motivation, ihr Hintergrund und so. Es macht auch Spaß, sich sowas einfach durchzulesen und so Ja. im Grunde so eine Geschichte wie so ein Drehbuch irgendwie auszubreiten. Und ganz wichtig, aber das sind immer Vorschläge. Ihr müsst euch da nicht eisern dran halten oder sowas. Also hier ist jetzt zum Beispiel mal eine relativ simple Karte, von einer Stadt, die in diesem einen Abenteuer da dann spielt. Das sieht jetzt Ja. für euch wahrscheinlich nur aus wie so ein paar Striche Genau, und das wäre jetzt Punkte. so eine ganz einfache Ne? Stadtkarte. Ungefähr so wie ich eine Viertelstunde brauche, um eine Karte zu zeigen. Das ist aber lange her. Insider-Gag. Ja, das ist übrigens ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast, enger Handlungsrahmen. Das ist für Anfänger, die jetzt das erste Mal ein Abenteuer vorbereiten, durchaus empfehlenswert, die Welt nicht zu frei zu machen. Zum Beispiel könnte man in einem sogenannten Dungeon, also in einem Labyrinth, Verlies, was auch immer, die Ja. Handlung spielen lassen oder wie wir das da hatten auf diesem einen Hof, auf diesem Weingut. Genau. Wenn man da so ein bisschen die Umgebung hat, aber weiß, die Handlung spielt dort und mit den Personen, die da sind, ist es natürlich für einen Spielleiter doch einfacher, vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber einfacher auch, sich vorzubereiten Ja. und auf irgendwelche Sachen zu reagieren. Ich hatte zum Beispiel mal, das ist schon viele Jahre her, da hatten wir ein Abenteuer, wo alle in einem Haus waren und das war so ein bisschen wie Hitchcocks Die Vögel. Der Handlungsrahmen wurde immer enger. Hat sich nur in diesem Haus dargespielt. Und das war ungeheuer spannend, weil eigentlich denkt man, man kann ja wenig machen, aber man hat immer so diese Bedrohung von außen gehabt und musste mit immer weniger Platz irgendwie auf die Lösung kommen. Ganz kurz, hallo Strom, sei gegrüßt. Hallo Strom. Kennt mich von meinem Kingdom Come Stream. Ja, da geht's auch bald weiter. Aber heute ist Pen and Paper angesagt. Heute reden wir über Pen and Paper. Okay. Genau. Pen und Paper Gelaber. Pen and Paper Gesülze. Genau. Was gar nicht so wenige Leute sehen wollen. Wir sind nämlich 23 Leute, die momentan hier vor ihren IT-Geräten sitzen und sich Das das freut Ganze mich. angucken. Das ist schön. Das freut uns beide sehr. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung, ich habe dich rausgerissen. Nö, alles gut. Wir waren so bei Abenteuer, was sich so am Anfang empfiehlt. Dass man erstmal Einsteigerabenteuer zum Beispiel. Es gibt Einsteiger. extra Abenteuer, gehen wir mal wieder zurück zu DSA. Es gibt Abenteuer für Einsteiger. Früher war das in so Stufen sogar unterteilt. Ich glaube, das gibt es heute in dem Sinn nicht mehr so. Rüber, Aber steht ja. hinten meistens auf dem Abenteuer darauf, dieses Abenteuer ist für Einsteiger geeignet. Sowohl Spieler als auch Spielleiter, manche sind auch dann ein bisschen Genau. komplexer, da steht dann auch, du brauchst eher erfahrene Helden und solltest als Spielerleiter auch ein bisschen erfahren sein. Einfach mal hinten drauf gucken auf die Rollenspielbücher, da steht das Genau. meistens drauf, was Ja. euch da erwartet. Gerade bei diesen Einsteigerabenteuern, die auch für Spielleiter-Einsteiger sind, da sind dann halt auch ganz viele Tipps, die dann da so in so kleinen Textkästchen stehen, wie Genau, man jetzt ja. irgendwie so eine Szene beschreiben oder auflösen kann oder sowas. Das ist gar nicht verkehrt, ja. Es gibt auch ganz viel Theorie für Spielleiter. Also wenn man sich da jetzt wirklich sagt, man möchte das unbedingt machen und man will da besser werden, es gibt, ich zeige jetzt nur mal ein Jetzt Beispielbuch, auch zum Beispiel für, ja. die Handbücher des Drachen, das ist so eine Serie von Büchern, die so Spielleitertipps beinhalten. Oder ein Mach guter das Freund mal, von Shadow. uns, der Mili, der hat ein Abenteuer-Gestalten-Buch geschrieben, was sehr gut ist, Ja. was einem Tipps gibt, wie man so ein Abenteuer aufbauen kann, wenn man sich das Könnt ihr mal selber auf ausdenkt. Amazon gucken, Abenteuer gestalten. Das ist wirklich von einem Freund von uns, mit dem wir jahrelang auch Pen and Paper gespielt haben, der sich sehr, sehr ausgiebig mit verschiedensten Systemen beschäftigt hat. Also der wäre jetzt heute auch noch gut hier in diesem Ja. kleinen Podcast. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin, mal gucken. Denn der hat sich sehr viel damit befasst, wie baut man Abenteuer, wie kann man die Genau. erzählen, wie sind die Wege da und so. Das heißt, wer da wirklich Interesse hat, kann ich dieses Buch auch nur wärmstens ans Herz legen, Abenteuer gestalten von. Also gerade so Rollenspieltheorie und so weiter, das ist, da gibt es tatsächlich sehr viel drüber, was man sich auch dann besorgen und durchlesen kann, wenn einen das interessiert. Aber alles kann, nichts muss. Also theoretisch, wie gesagt, das Wichtigste für mich, finde ich, ist, man muss Gleichgesinnte um sich haben, die alle Ja, auf das gleiche Bock haben und dann kann genau. man loslegen. Ja. Gut. Wir Theoretisch haben. kann man ja zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte gar keine komplizierten, entschuldige, dass ich da Nein, reingehackt kein Ding. bin, wenn man jetzt gar keine komplizierten Regeln haben will, dann kann man ja auch einfach einen normalen Sechser-Würfel nehmen und sagen, 50% Chance, bei 1 bis 3 hast du es geschafft, bei 4
4 bis 6 nicht. Das wäre schon sehr vereinfacht, ja. Das wäre super simpel, aber wenn es einem jetzt mehr darum geht, so eine Erzählgeschichte zu machen, gerade so zum Beispiel Detektivabenteuer, sind ja oft so, dass es da gar nicht so sehr um Würfelproben geht, sondern mehr so um Interagieren mit Figuren und Ermitteln und so weiter. Man braucht da wirklich kein Geld für ausgeben. Man kann sich sowas auch komplett selbst ausdenken. Nicht unbedingt, stimmt. Aber ihr werdet dann merken, je öfter ihr spielt, desto mehr möchtet ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Tiefe, Tiefgang in dem ganzen System auch haben. Ach, ganz wichtig nochmal, ehe ich es wieder vergesse, dieses Dungeon Slayers, was wir euch so ans Herz gelegt haben als Einsteigerregelwerk, gibt es auch komplett kostenlos als PDF im Internet. Ja. Also das ganze Regelwerk könnt ihr euch komplett einfach auf dungeonslayers.de ist das, glaube ich, wahrscheinlich, gehen und da könnt ihr euch das komplett als PDF runterladen. Ja. Komplett kostenlos, auch mit ganz vielen Abenteuern dazu. Das sind halt auch meistens Abenteuer, die in irgendwelchen Dungeons spielen. Also gerade so, wie gesagt, für Einsteiger ist das super geil. Einfach ein paar Monster totschlagen, ein paar Schätze finden, ein paar Fallen ausweichen. Das ist so der Kern von Dungeon Slayers. Das ist so wirklich pures Fantasy-Erlebnis. Man stirbt allerdings sehr schnell. Man stirbt sehr schnell. Dafür hat man auch in 10 Minuten einen neuen Charakter gebaut. Das ist dann nicht so schlimm. Der Einsteigertext nennt das Ganze auch ein Bier- und Brezel-Rollenspiel. Also so nach dem Motto, man trifft sich einfach auf eine lockere Runde für ein bisschen, wie du schon sagst, Monster-Tot-Kloppen. Genau, wenn ihr also ein paar Kumpels habt und habt mal Bock, irgendwas wie sowas zu machen, dann können wir euch das echt ins Herz legen. Das könnt ihr einfach als PDF euch runterladen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne dann später mal kaufen. Ist auch nicht so teuer. Hilft dann auch dem Entwickler so ein bisschen weiter. Ja. Und dann könnt ihr loslegen. Dann könnt ihr mit euren Kumpels, mit euren Freundinnen oder mit wem auch immer, mit eurer Familie. Kleiner Huster schneiden wir hinterher raus dann, ne? Mhm. Ja. Könnt ihr Pen & Paper spielen. Und wir machen das seit sehr langer Zeit. Wir haben am Anfang kurz gequatscht, dass wir das wahrscheinlich jetzt seit über 25 Jahren machen. Einmal die Woche treffen wir uns, leider jetzt nur über Teams, also Microsoft Teams machen wir das momentan, geht aber auch über jede andere Möglichkeit. Viele machen es ja über Zoom. Hier, wie heißt das? Oder über Zoom. Oder über, nee, wie heißt denn das? Discord? Discord würde auch gehen, genau. Ja. Geht natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel keine Leute in eurer Gegend habt, mit denen ihr spielen könnt, sondern mehr online unterwegs seid und da vielleicht wenn Delfino jetzt sagt, er würde gerne Pen & Paper spielen, dann könnte er über Discord oder über Zoom oder über Teams einfach eine Gruppe zusammentrommeln und mit Cedric und, keine Ahnung, den Kyle dann zusammen und Andy Stein vielleicht noch einfach ein Abenteuer starten. Das würde alles funktionieren. Und Svente, Zorn. Ja, genau. Und ich. Und dann und sind wir zu viele und müssen es sein lassen. Ja, auch wieder mal. Ja, jetzt habt ihr ja ganz schön was gehört über Pen & Paper. Wie ist denn das so bei euch? Ich habe ja schon gelesen, so ein paar von euch haben es schon mal gespielt oder spielen es noch. Wie groß ist denn das Interesse an sowas? Das ist ja unser Hobby, also ne, unsere Leidenschaft sozusagen, dieses einmal die Woche zu spielen, ist ja das, was wir so machen. Neben der ganzen YouTube- und Twitch-Geschichte. Und ja, sind bei euch auch Leute, die das gerne machen würden oder die da Interesse dran hätten oder so? Dass man vielleicht auch mal eine Online-Runde zusammentrommelt und vielleicht mal gemeinsam ein Abenteuer, in welchem Universum auch immer, mal bestreitet. Wir haben das ja schon mal mit einem Zombie-Rollenspiel gemacht. Hallo Tarian, sei gegrüßt. Tarian, hallo, genau. Ja. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Genau. Gibt es da überhaupt Interesse oder habt ihr zumindest Interesse, vielleicht euch sowas hier mal anzugucken, dass wir wirklich mal so ein Abenteuer als Stream machen? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind aber auch mit dem Thema an sich Rollenspiel noch nicht ganz durch. Ja, gut, das ist natürlich auch, da kann man auch ins Hundertsten zu kommen. Also, wie gesagt, gerade für den Anfang ist es erstmal wichtig, das Wichtigste ist Konsens. Also, dass sich alle halbwegs einig sind. Es muss nicht jeder der gleiche Spielertyp sein, aber man muss sich einig sein, dass man zusammen Spaß haben will und nicht irgendwie gegeneinander irgendwie arbeiten will. Und das wichtig ist, glaube ich, auch, im Rollenspiel spielt man wen anders. Da ist man nicht sich selbst. Natürlich kann keiner aus seiner Haut, ich denke, ich spiele auch viele Charaktere relativ ähnlich, weil ich so spiele, wie ich spiele. Das ist so, ja. Aber es geht nicht so sehr darum, sondern es geht mehr darum, dass man nichts persönlich nimmt. Wenn jetzt ein Spielleiter oder ein anderer Spieler irgendetwas macht, von dem man sich dann persönlich auf den Schlips getreten fühlt und dadurch dann tatsächlich
nicht im Spiel, sondern in echt zornig aufeinander ist. Das ist schlecht. Ja. Dann sollte man in solchen Fällen, das kann durchaus mal vorkommen. Wir haben auch Krisen in unserer Runde gehabt. Oh, es ja. gab auch mal eine Zeit, wo das fast in die Binsen gegangen wäre und auseinandergebrochen wäre. Also jetzt nicht bei uns beiden persönlich, aber in der alten Runde, die wir damals hatten, war es dann so. Ja, die ist sozusagen zerbrochen, kann man sagen. Genau, ja. Die ist zerbrochen, aber wir haben dann weitergemacht. Über sowas sollte man dann auch einfach ganz offen reden und sagen, pass mal auf, mich stört das jetzt gerade. Oder auch wenn es einen persönlich stört, was weiß ich, wenn die männlichen Helden besonders frauenfeindlich sind und ihr habt eine Frau in der Runde sitzen, die dann sagt, das finde ich nicht in Ordnung, das stört mich jetzt in meinem wirklichen Wesen. Ja. Dann sollte man darüber reden können und dann auch eben sich darauf einigen, dass man sowas dann zum Beispiel lässt. Ich bin zum Beispiel als Spielleiter immer der Meinung, in der Regel, wenn man jetzt nicht gerade ein System spielt, wo es absichtlich anders ist, sind die Helden Helden, sind sie gute. Und würden dann zum Beispiel niemanden rauben, morden, vergewaltigen, brandschatzen, wie auch immer. Ja. Und wenn sowas dann aber da ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann sollte man auch sagen, so, pass mal auf, die Szene, die endet jetzt hier, das spielen wir jetzt hier nicht aus. Lass uns mal drüber reden, warum wir das jetzt machen wollen. Ja. Das sind Sachen, das kann man ruhig machen. Das ist ein Interagieren mit Freunden und das sollte immer an oberster Stelle stehen. Man ist miteinander befreundet und dann kann man auch über alles reden. Ja, wir zum Beispiel in der Spielgruppe machen es auch so, also zumindest jetzt in Zukunft dann hoffentlich bald wieder und haben es früher so gemacht, dass wir auch mal einen Abend gemacht haben, wo wir uns einfach getroffen haben, haben vorher den Grill angeschmissen, haben zusammen gegrillt, sind vielleicht noch an eine coole Location gefahren, irgendwo eine Hütte oder sonst was, haben dann Grill aufgebaut, haben einfach so zusammengesessen und haben dann irgendwann angefangen zu spielen oder auch nicht, also eigentlich haben wir immer dann noch gespielt, aber manchmal war es nicht noch im Mittelpunkt, da war einfach das nette Zusammensein, so mit Kumpels auch mal. Am Anfang wird auch immer, auch jetzt, wenn wir uns online treffen, wird auch immer noch mal über andere Sachen gequatscht. Über persönliche Sachen, über Sachen, über die man gerne reden will. Die Serie, die man gerade gesehen hat oder den Film oder machen das Buch, vor. Was man gerade gelesen hat. Machen wir uns nichts vor, bei uns ist es meistens Nerdkram. Also. Ja, bei uns ist es meistens Nerdkram, das stimmt. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, warum ich euch Rollenspiele näher bringen wollte oder will und das ja auch gemacht habe. Rollenspiel, Pen and Paper, bietet ganz vielen Menschen die Möglichkeit, mal abzuschalten. Ja. Weil man hat den Spielleiter, der erzählt eine Geschichte, man überlegt sich, was muss ich machen, man ist die ganze Zeit, irgendwann kommt man an einen Punkt, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, wo man wirklich in diese Geschichte eintaucht und in dieser Welt auf einmal ist. Und dann so agiert, wie man als Held in dieser Welt agieren würde. Und man blendet alles andere, was einen vielleicht Sorgen bereitet, was einen gerade stresst oder was einen den Tag vermiest, blendet man so ein bisschen aus und ist voll in diesem Spiel drin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Einfach mal abschalten, einfach mal ein anderer, auch im Grunde ein anderer sein, weil man spielt ja zum Beispiel einen Piraten oder einen Magier oder sonst was. Und man ist dann ein anderer. Man hat nicht mehr die eigenen Probleme. Manche bleiben, die bleiben natürlich trotzdem, aber man blendet sie für den Zeitpunkt aus. Und das ist eine Sache, die Pen and Paper ganz, ganz toll macht. Ja, für mich ist das eine riesen Stresserholung immer, weil man eben so komplett rauskommt und abschaltet. Und im Endeffekt, wenn einem wirklich der Schuh drückt, dann ist man gerade mit seinen Freunden zusammen und kann dann vielleicht wirklich mal drüber reden, was einen jetzt gerade bedrückt oder so. Einmal so diese, man könnte jetzt auch sagen, Wirklichkeitsflucht, so ein bisschen ist das ja auch so. Ja, ist es ja auch ein bisschen, ja. Die bietet ungeheuer viel Energie und auch Rückhalt. Ich hatte schon so ein, zwei Lebenskrisen, die wirklich schlimm waren, wo diese Rollenspielrunde und gerade Ceron mir ungeheuer viel Halt gegeben haben und mich da dann durchkommen lassen haben, einfach weil ich das hatte, so dieses Hobby hatte. Insofern, das gibt einem wirklich eine Menge, muss ich auch sagen. Baumi 1337 fragt gerade, ob wir unsere Runden auch streamen oder ob wir das nur privat machen. Na, grundsätzlich machen wir es nur privat, weil nicht alle da, die da mitspielen, jetzt so Streamer sind. Aber wir hatten ja vorhin schon gefragt, wenn das Interesse da ist, dann würden wir bestimmt doch mal eine Runde oder auch öfter mal streamen. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Also wenn, dann könnt ihr mich ruhig anschreiben, entweder hier auf Twitch oder auf YouTube gibt es auch das Video hier als Ankündigung, da könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Oder schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht hier auf Twitch, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, sowas mal zu machen. Kann man das gerne mal in Angriff nehmen und einfach mal so einen Livestream-Spielabend sozusagen gestalten. Weil ihr seht ja schon, ich habe das jetzt hier mit den Fenstern schon ein bisschen rumgespielt, die würden dann zwangshalber ein bisschen kleiner werden, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich sag mal so, 4 Leute würden hier schon draufpassen auf die Seite und da könnte man schon ganz gut, also mit einem Spielleiter und 3 Spielern, kurzes Abenteuer erstmal zum Testen gerne mal spielen. Da habe ich auch großes Interesse dran, das würde mich auch Spaß machen, auf jeden Fall.
wir hatten das ja schon mal überlegt, das fürs Spielebuffet zu machen. Das könnten wir jetzt natürlich dann auch genauso gut dann streamen. Können wir das genauso also, hier machen, ja. Das ist, ja. Ja. Also nochmal, um auf die Boni von Rollenspiel zurückzukommen. Wir sagen ja schon immer so spaßeshalber, wir sind unsere eigene kleine Selbsthilfegruppe. Da ist tatsächlich auch durchaus was dran. Ich weiß noch zum Beispiel, als ich angefangen habe mit Rollenspiel, da war ich ziemlich versch... Hey, Baumi, vielen lieben Dank für dein Follow. Genau. Da war ich doch ziemlich verschüchtert früher. Also ich war relativ unsicher, so vor Leuten zu reden. Und das hat zum Beispiel Rollenspiel extrem viel besser gemacht, weil ich dann angefangen habe, Spiel zu leiten. Und dann ist es erstmal so vor Freunden. Und inzwischen habe ich damit kein Problem mehr, mal irgendwie vor Leuten irgendwie zu reden oder so. Also solche Sachen bringt das durchaus auch mit sich. Mhm. Also, Tarjan schreibt gerade, dass er den Anfang verpasst hat und gerne wissen würde, was wir öfter spielen. Also wir spielen meistens das schwarze Auge, und zwar die Pen-and-Paper-Variante davon, aber auch andere Sachen. Ja, das schwarze Auge tatsächlich aber mit einem eigenen Hausregelwerk. Wir haben aber zum Beispiel auch Star Wars öfter mal gespielt. Wir haben ein eigenes Hausregelwerk für so ein Zombie-Rollenspiel, was so ein bisschen so in die Walking Dead-Richtung geht. Richtung in die Walking Dead-Richtung geht. Wir werden bald ein Spiel machen, was sich um Wikinger dreht. Mhm. Ähnlich, ein bisschen basierend auf Valheim tatsächlich. Also die Grundidee kam da so ein bisschen von, ne? Ja, so die Stimmung zumindest. Und jetzt bestimmt auch ein bisschen Vikings. Inspiriert von der Serie Vikings. Definitiv. Also ich bin froh, dass ich die jetzt fast durch habe, weil ich habe dadurch noch viel Inspiration bekommen. Das wusste ich ganz genau. Dieses ist eine grandiose Serie. Und kennt ihr Shadowrun, schreibt Tarjan. Ja. Ich kenne Shadowrun, ich habe es aber nie gespielt. Ich habe es auch nie gespielt. Ich bin nicht so der ganz große Cyberpunk-Fan, muss ich sagen. Stimmt gar nicht. Was? Stimmt gar nicht. Ich habe es einmal doch, gespielt das stimmt. Auf einer Con. Ich bin nicht so ein großer Cyberpunk-Fan. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe einmal Shadowrun auf einer Rollenspiel-Con gespielt. Das war aber nur ein Abend. Also. Und wie war's? Ganz nett, aber nicht meins. Ja. Obwohl, ich bin gerade überlegen, ich glaube, das war Vampire, das war gar nicht Shadowrun. Das war Vampire, vergiss es. DSA habe ich mal gezockt, aber in Jugendjahren. Ja, das ist bei vielen so, dass viele finden den Einstieg über DSA. Mhm. Kann ich ja ein bisschen so erzählen von früher. DSA, als ich das kennengelernt habe, gab es das noch bei Schmidt-Spiele tatsächlich. Mhm. Und man hat die Regelwerke und die Kästen in Bücherläden gekriegt. Nicht in Spielwarenläden, sondern in Bücherläden tatsächlich. Andersrum. Heute eher in Bücherläden. Damals ganz normal bei Fedes und so. Ja, nee. Davor aber auch noch in Bücherläden. Erst ach so, in davor noch. Dann okay. Bei Fedes, also in Spielzeugläden und jetzt wieder in Bücherläden. Es ist ganz verrückt. Total verrückt. Meistens im Internet kriegt man natürlich heute die Sachen so ran. Ne? Ich weiß noch, so meine erste Begegnung mit DSA war, da hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ja. Es war tatsächlich 1984, als die mal einen TV-Werbespot hatten. Den kenne ich gar nicht, ja. Den habe ich damals gesehen und da war immer so ein großes, dunkles Auge, das hat aber gesagt, ich bin das schwarze Auge. Ich weiß das deshalb noch, weil ich als Kind da echt Schiss vor hatte. Hast du noch die Maske des Meisters? Ich besitze die gar nicht, nee. Ach so, okay. Aber, oder? Ah, oh, da müsste ich mal in meine alten Kästen gucken. Ja, gut, das wär's. Aber, dann soll ich die hier noch aufsetzen, ne? Es gab so eine Papiermaske. Die sah aus wie so ein Fledermaus, wie so eine von Batman. Und die konnte man sich tatsächlich aufsetzen als Spielleiter. Hat wahrscheinlich nie einen Spielleiter auf der ganzen Welt gemacht. Aber die war dabei. Das war so ein Gimmick von Schmidt-Spiele. Ja. Und ich habe später mal gelesen, dass die DSA-Redaktion dann wirklich angeschrieben worden ist von 30-jährigen Spielern, die dann gesagt haben, das mit der Maske ist blöd, die klemmt so auf der Nase, da kriege ich immer Druckstellen von, muss ich die denn die ganze Zeit tragen, genau. Ja, genau. Das war echt witzig. Weil Schmidt-Spieler wusste damals auch nicht so richtig, auf was sie sich da einlassen. Damals gab es nur die normalen Table-Spiele, also Monopoly, Mensch ärgere dich nicht und was nicht alles gab. Und was das war jetzt mit Büchern auf einmal und mit komischen Würfelsystemen. Die wussten gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Ja. Und das hat schon eigenartige Früchte getragen, die erste Zeit von DSA auf jeden Fall. Absolut. Ja, ich habe das damals dann auch in den Spielwarenläden halt gesehen und fand diese Bücher immer interessant, weil ich immer so ein Faible für so Düster und Fantasy und sowas hatte. Aber das hat dann bis 95 gedauert, bis ich das erste Mal wirklich Berührung damit hatte. Und seitdem ein Spielabend gehabt und seitdem immer dabei geblieben. Also. Ja. Dann gibt es noch so Systeme wie Vampire zum Beispiel, was auch da hinter dir steht, sehe ich gerade. Genau. Wo man einen Vampir spielt, tatsächlich einen Bösen. Das ist nämlich mal wieder was ganz anderes. Da spielt man keinen Held, sondern spielt eigentlich einen Bösen. Das ist aber auch genau der Punkt, der mich am Vampire immer gestört hat.
Da bin ich nicht so richtig drauf klargekommen, da den bösen Blutsauger zu spielen. Ja, deshalb bin ich da nie so richtig warm mit geworden. Ja. Aber auch ein sehr schön illustriertes, vor allen Dingen, Regelwerk. Aber genau das ist ja auch wieder der Punkt, man findet dann irgendwann die Richtung, an der man am meisten Spaß hat. Und bei uns ist es halt zum Beispiel entweder diese mittelalterliche Fantasy oder halt mal sowas wie das Vatiere spielen oder so. Ja, also, genau. Also wir haben viele, viele Jahre immer nur DSA gespielt. Das ist eigentlich auch erst so in den letzten Jahren gekommen, dass wir dann auch mal gesagt haben, lass uns mal so ein bisschen was anderes zwischendurch ausprobieren. Ja, am bösen Spielen, Tarin, das wäre was für dich. Du bist ja schon der Teufel auf der Schulter, hast du nicht Genau. Oh Mann, ja, stimmt. Hast du recht. Ja, Freunde. Ich stell mir das gerade vor, wir hätten dann so einen Ritter, einen Prios-Geweihten, das ist so der bei DSA der Gott der Gerechtigkeit, des Rechts und so weiter, also total ehrbar. Und den Mörder Tarian, der dann mit in der Gruppe ist. Das könnte lustig sein. Der Fino fragt gerade, ob wir schon mal Fantasy eben jetzt und hier gespielt haben. 2021 zum Beispiel, ne? Ach so, wo es auch Orks, Goblins und Elfen gibt und so weiter. Nö, das noch nicht. Tatsächlich nicht. Nur halt Fantasy in dem Sinne, dass wir, also Age of the Dead, so nennen wir das Zombie-Rollenspiel gespielt haben. Das ist ja jetzt Zeit. Ja. Wir haben schon Abenteuer gespielt in der jetzigen Zeit. Das kann man so sagen. Die also, ja. So Detektivgeschichten oder sowas in der Art haben wir schon gespielt, ja. Ja. Kann man alles machen. Man kann das alles machen. Es steht einem völlig frei, in welchem Setting man das Ganze. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die mögen gerne Horrorfilme. Andere mögen lieber Science Fiction oder Abenteuer, Indiana Jones mäßig durch die Welt reisen und irgendwelche Abenteuer erleben. Das ist alles möglich. Diese Sachen könnt ihr alle spielen. Das ist übrigens ein gut. Ja, erzähl jetzt mal fertig. Am Anfang würde ich euch erstmal raten, außer ihr könnt mit Fantasy überhaupt nichts anfangen, erstmal so ein Fantasy-Rollenspiel zu machen, weil da habt ihr viele Möglichkeiten einfach. Man hat viel mehr Möglichkeiten und man spielt einen Helden. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, man hat schon mal so ein Grundgerüst, auf dem das Ganze aufbaut. Aber genau. Natürlich auch andere Regelsysteme sind möglich. Also du kannst auch mit Star Wars anfangen. Wenn du ein riesen Star Wars-Fan bist und hast noch zwei Kumpels, die auch total Star Wars lieben, kann man sich auch das Regelsystem von Star Wars kaufen. Das muss man sich also kaufen mit den Würfeln dazu, weil da gibt es ganz, ganz spezielle Würfel. Hebt sich noch ein bisschen von anderen Spielen ab. Und auch das ist natürlich möglich, dass er damit einfach loslegt. Ich habe gerade ein paar hier, die haben dann halt keine Zahlen drauf, sondern so Symbole. Das ist aber tatsächlich auch gar kein schlechtes Einsteigersystem, weil bei dem Star Wars Rollenspiel wird alles mehr so ein bisschen erzählerischer geregelt und die Proben stellen im Prinzip nur dar, wie gut oder wie schlecht irgendwas gelaufen ist. Das steht so ein bisschen im Hintergrund auch, ne? Also, genau. Ja. Die dienen im Prinzip nur als Richtungsanzeiger, wie die Erzählung weitergeht. Also ist gar nicht so verkehrt. Ja. Und genau, ich wollte nämlich jetzt gerade nochmal auf den Punkt verschiedene Genres, verschiedene Spielarten von Rollenspiel kommen. Das Hauptgenre ist natürlich Fantasy. Das hatten wir jetzt schon von High Fantasy, wo fliegende Städte sind und alles total abgefahren zu Low Fantasy, wozu man jetzt zum Beispiel das Kingdom Come Deliverance, was Theron gerade immer streamt, so ein bisschen zählen könnte, wobei das schon fast realistisches Mittelalter ist. Also die sind da ja sehr realistisch drauf. Ja, ne, sowas. Sword and Sorcery nennt man ja das, wenn halt eben Zauberei und das ist ein Fantasy-Genre einfach. Ein sehr schwieriges Genre ist tatsächlich Horror. Horror deshalb, weil es ist zwar nicht schwer, eine gruselige Szene zu beschreiben, aber es passiert selten, dass Spieler dann wirklich ein Horrorerlebnis dabei haben. Meistens braucht es dann nur einen blöden Spruch von der Seite und die ganze Stimmung ist wieder im Eimer. Ja. Das ist aber auch okay, das ist normal. Also man kann am Spieltisch so richtigen Horror ganz schwer nur darstellen, dass da wirklich die Spieler sitzen und sich echt gruseln oder so, dass das passiert relativ selten. Hallo, das ist mal Nürlota 91. Nür ist das, ne? Oder so, keine Ahnung. Ja, hallo. Nürlota 91, ja, hallo. Genau. Sei gegrüßt. Schön, dass du reinschaust hier. Oh, der Fino sagt gerade, was sehr schön ist. Helden werden immer gebraucht. Das ist ja das Schöne, dass man jederzeit spielen kann. Ja, absolut. Genau. Das ist ja, Nya, siehste? Habe ich doch richtig geraten. Ja. So, ne? Und Science Fiction gibt es natürlich eben, ob man jetzt Star Wars spielt oder Raumschiff Enterprise nachspielt oder sich was völlig Eigenes ausdenkt. Alles machbar, klar. Alles machbar, ja. Alles machbar.
Das ist völlig frei, was man annimmt. Aber man sollte sich dann, ich finde schon, am Anfang sollte man sich ein Genre erstmal raussuchen und da dann erstmal ein paar Abenteuer so bestreiten einfach. Dann wächst die Gruppe so ein bisschen zusammen, man weiß, was kann der andere oder was mag der eine, was mag der andere. Und man hat dann so, kann erstmal mit dem Charakter, ich würde erstmal sagen, so ein Jahr ruhig mal mit den Charakteren in einem System verweilen und da Abenteuer spielen. Wenn man natürlich am Anfang merkt, ja, ist jetzt doch nicht so das Setting, was wir uns gewünscht haben, kann man natürlich auch nochmal umswitchen, aber ja. Wem zum Beispiel das mit den Schwertern und Orks totschlagen alles zu martialisch ist, es gibt auch ein Mein kleines Pony-Rollenspiel. Ohne Witz, gibt's wirklich. Oh ja. Mein kleines Pony als Rollenspiel. Und dann kann gibt's ich mir aussuchen, als, ob ja. ich ein pinkfarbenes Pony mit Regenbogenschweif sein will. Ganz genau. Und welches Tattoo dann da an der Seite ist. Ah, die haben, die haben ja Tattoos. Ne? Genau, das kannst du machen. Oh mein Gott, ja. Das wird von Ulysses vertrieben in Deutschland. Ernsthaft? Mhm, ja, es gibt auch von Ulysses ein Regelsystem, was auch in der DSA-Welt spielt, wo man immer Katzen spielt zum Beispiel. Ja, das habe ich auch da, die schwarze Katze. Das die ist, schwarze Katze. Sehr, sehr faszinierend. Jetzt inzwischen gibt es auch noch Hunde und so. Ja. Also jetzt in der nächsten Fassung, die so rauskommt. Ja. Hab ich auch schon mal gespielt, ist witzig, tatsächlich. Also, okay. Du hast ja schon mal gespielt, mit wem? Mit Anja und, du bist fremdgegangen? Und Dominik. Tja, nur mal, um zu zeigen. Ach so. Naja, gut. Mit Anja ist das okay. Ja. Da ist es halt so, die Katzen haben halt ein Bewusstsein gekriegt und können sich miteinander unterhalten und haben quasi so eine Welt in der echten Welt, also so eine Schattenwelt quasi für sich. Also ganz normale Gesellschaft, nur dass es eben alle Katzen sind. Tagsüber sind sie die Schmusekatzen, die in der Sonne liegen, und nachts wachen sie sozusagen auf, gehen auf zwei Beinen und haben dann ganz normale Fantasy-Abenteuer. Also ist durchaus witzig. Ja. Ich glaube aber nichts für unsere Gruppe tatsächlich. Nee, für unsere Gruppe nicht. Ihr müsst wissen, wir haben eine sehr spezielle Gruppe. Alles liebe, nette Menschen, alles tolle Menschen, aber schon ein bisschen durchgefreakt. Deswegen sagte ich ja, wir sind unsere eigene Selbsthilfegruppe. Ja, genau, kann man so sagen. Ja. Auch nochmal Grüße an alle, falls da von der Gruppe gerade einer zuschaut. Ja, genau. Kann ja sein. Im Lurk, sagt man dann, ne? Also die jetzt sind die Vampire auch zu Boden gestellt. Vampire wurden gerade abgewählt, genau wie Star Wars. Was noch da steht, ist, glaube ich, Cthulhu und Cthulhu DSA. Und DSA sind noch im Rennen. Ja, genau. Oh Mann, ja. Ja, Freunde, das ist im Grunde das, was wir so erzählen wollten. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wahrscheinlich haben wir ganz vieles vergessen. Ja. Und das fällt uns dann hinterher sein. Aber das muss ja nicht, ich sollte meine Poltergeister zurückhalten. Ja, genau, ich bin froh, dass Vampire nicht über mir gestanden hat. Das hätte mich erschlagen. Das ist ganz schön dick. Das ist ganz schön dick, ja. Vampire ist ganz schön dick, ja. Das stimmt. Ja, ich meine, gibt es denn Fragen im Chat? Ja, habt ihr Fragen? Habt ihr noch irgendwas? Ihr könnt einmal schreiben, gerne, in welchem Setting würdet ihr denn gerne spielen? Also was wäre so eure Welt, die ihr gerne spielen wollt? Also Fantasy, Horror, Science Fiction oder auch meinetwegen Ponys, ne? Ja, bunte Ponys, My Little Pony. Jetzt stell aber nicht zur Wahl, was wir hier spielen sollen. Das suchen wir uns selber aus. Was wir hier spielen werden, aber was würdet ihr denn, wenn ihr jetzt eine Gruppe euch wünschen könntet, ihr habt einen Wunsch frei sozusagen, welches Setting würdet ihr denn am liebsten spielen? Gucken wir mal, wann da die Antworten kommen. Kommen die immer ein bisschen zeitverzögert. Finde Fantasy und Cyberpunk ganz cool. Okay, also entweder Fantasy, also DSA oder Splittermond oder sowas in diese Richtung, all die ganzen oder Dungeon Slayers als Einsteigerteil. Oder Cyberpunk, da wäre halt Shadowrun dann halt schon die erste Wahl, würde ich sagen. Ne? Ja, ich glaube, es gibt gar nicht viele andere, nicht so die viele Cyberpunk Systeme, machen. Außer natürlich offene Systeme, die man in jedem Universum spielen kann, was dann aber auch wieder mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist. Aber dann wäre wahrscheinlich tatsächlich Baumi Shadowrun. Schreibt Steampunk und Apokalypse. Es gibt Savage noch ein Regelsystem, das heißt Savage Worlds. Das ist tatsächlich auch so ein Universalsystem. Da kann man im Prinzip alles mitmachen. Da könnte man zum Beispiel auch Cyberpunk mitspielen. Steampunk und Postapokalypse schreibt Baumi. Mhm. Also es gibt so von der Deutschen Post gibt es tatsächlich auch ein Rollenspielsystem. wo dann alle Pakete Aufkleber abgeflogen sind und dann muss man sie wieder sortieren. Habe ich mal gehört. Das ist die Postapokalypse. Das ist die Postapokalypse, genau. Und Steampunk natürlich wirklich auch Shadowruns, ja. Und Tarian würde gern sowas wie The Walking Dead machen. So, dann
Gibt es da nicht so ein Regelsystem, was du ihnen da ans Herz legen könntest? Lass mal überlegen. Ja, also das ist ein Ableger aus dem eigenen DSA-System, was wir gespielt haben. Da haben wir dann auch ein System für Zombie-Rollenspiel gemacht. Haben wir übrigens auch schon mal im Wilden Westen gemacht. Das hat auch riesig Spaß gemacht. Das war richtig geil. Ja. Zombies im Wilden Westen. Zombies kann man ja überall bauen. Zombies im Kaufhaus, im Wilden Westen. Na, Zombies bei den Wikingern kommt jetzt demnächst. Zombies im Mittelalter würde auch gehen. Zombies gehen überall. Die kann man überall einbauen. Zombies gehen immer, genau. Also, was wir damit sagen wollen, es gibt ein wir haben, also Zordon hat ein Regelwerk entwickelt für ein Spiel, was denn? Das Cedric schreibt gerade, das ist dann nicht DSA, sondern DHL, DHL die Postapokalypse. Ja. Postapokalypse DHL, genau, so heißt das System. Also, haben ein System, das gibt es allerdings leider nicht im Internet irgendwie verfügbar, ne? Hatte ich neulich schon gefragt, gibt es nicht. Noch nicht, also noch das. Nicht. Wir könnten es natürlich auf irgendwie in deinen, keine Ahnung, zum Download irgendwie freigeben, ne? Das schon, aber das vom DSA, das ist ein bisschen speziell. Nee, ich meine jetzt das Zombie-Ding. Das Zombie-Ding, ja. Das heißt, wie heißt es denn nochmal? Age of the Dead. Age of the Dead, oh Mann, ey, ist voll entfallen. Age of the Dead heißt das. Ja. Das wollte ich nochmal aufhübschen und dann gebe ich das auch zum Download auf jeden Fall frei. Ja. Jetzt habe ich einen Grund, das vielleicht auch zügiger zu machen mal. Ja, jetzt treiben wir da einfach ein bisschen an, genau. Und dann könnt ihr das spielen. Das ist ein sehr gutes Regelsystem, sehr flüssig, vor allen Dingen sehr schnell. Vor allen Dingen die Kämpfe. Wir sind nämlich von diesem 3W6-Würfelsystem, was es bei DSA gibt, umgestiegen auf ein 1W20-System. Und es geht richtig zack, zack, zack. Also man hat zwar mehr Schaden, den man erleidet bei den Kämpfen teilweise und austeilt, dadurch sind die Kämpfe aber ultra schnell. Das heißt, es gibt manchmal schlägst du zweimal zu, einmal zu und der Gegner ist tot. Manchmal schlägt der Gegner einmal zu und du bist am Arsch. Und das war früher bei DSA anders, wo man dann immer einen Treffer komplett abwehren konnte, hat es dann manchmal einen ganzen Abend gedauert, so einen Kampf auszuwürfeln, weil es dann immer pling, 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 pling ging. Und das haben wir damit so ein bisschen abgeschafft, genau. Druck, 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 schreibt Tarian. Sollst das auch, ja. Ja, das habe ich doch schon. Hier, das ist gedruckt. Gedruckt ist es. Das ist gedruckt. Kann man das auch irgendwo kaufen? Es gibt, ja, das ist tatsächlich bei das Schwarze Auge so ein bisschen speziell. Der Ulysses Verlag, der das Schwarze Auge offiziell vertreibt, hat eine Plattform geschaffen, die nennt sich Scriptorium Aventuris. Da können Fans auch selbstgeschriebene Sachen einstellen. Und ich hatte das in einer früheren Version dort auch schon mal und dann gab es aber so ein bisschen Rechte hin und her. Also nicht mit ein paar Rechten, sondern. Das war einfach zu gut. Ja, nee, das hatte eher damit zu tun, dass es damals noch vom Namen her an Dungeon Slayers angelehnt war. Ja, da gab es dann so ein Copyright-Problem. Und jetzt habe ich es aber neu erstellt, nur noch nicht dort hochgeladen. Aber dort könnte man es dann auch für lau sich runterladen. Ja. Genau. Zombies versus Cowboys. Ja, das haben wir schon gespielt. Also wir haben mit diesem Age of the Dead-Regelsystem haben wir tatsächlich schon mal ein Western-Abenteuer gespielt. Das war sehr interessant, das war spaßig. War ein cooles Setting auf jeden Fall, ja. Das können wir möglich. Eigentlich auch nochmal wieder machen. Ja, stimmt. Aber wir haben so vieles, was wir nochmal wieder machen können. Also von das daher. Ist das. wie waren das? Da waren noch ein paar Chats durchgegangen. Erstmal Isma63. Hallo erstmal, ich wäre im Mittelalter zu Hause. Ja, sind wir auch total. Ja. Delfino hat noch geschrieben, Zombies sind cool oder was mit Katzen, aber eigentlich ist alles spaßig. Da hat er absolut recht. Und Kakaolieb fragt, wie schafft ihr es, euch jede Woche zu treffen, zu verabreden? Das würde mit unserer Gruppe gar nicht gehen. Es ist letzten Endes so, dass wir uns alle irgendwann gesagt haben, also erstmal, wir machen es unter der Woche. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Viele spielen ja nur am Wochenende und gerade, wenn man älter wird und dann Familie hat, Wochenenden werden bei uns auch schwierig. Jetzt muss man dazu sagen, noch Ceron ist auch noch im Schichtsystem am Arbeiten. Das würde es dann an manchen Wochenenden noch schwieriger machen. Wir haben immer in der Woche gespielt. Das ist ein Tipp, den würde ich euch auch allen geben. Also wir treffen uns immer gegen 18:30 Uhr, bis wir dann spielen, ist es meistens 19:30 Uhr und wir enden 22 Uhr. Das ist immer so unser Ding, dass wir einmal die Woche uns treffen und wir verabreden uns jedes Mal beim Spielabend den Termin für die nächste Woche. Und das ist einfach so Usus geworden. Es ist für uns alle klar, dass einmal die Woche wird Rollenspiel gemacht. Und, Usus. Ne, genau, das ist Uso. Das ist Uso geworden. Das ist bei uns Jägermeister. Und
Ja, das ist einfach letzten Endes dann eine feste Entscheidung. Aber dann muss halt auch bei allen klar sein, dass das ein gesetztes Ding ist. Natürlich ist immer mal, dass einer mal nicht kann oder so. Denn entweder sind wir dann genug, dass trotzdem gespielt wird, oder man lässt es dann wirklich mal ausfallen. Aber wenn man das zu oft macht, dann reißt das ein. Und deswegen ist das für uns eigentlich so ein fester Termin einfach. Ne? Und die Absprache, das ist ganz, ganz einfach. Du sagst am Ende des Spielabends, nächster Termin für die nächste Woche. Das ist bei uns ein ganz fester Bestandteil. Am Ende jedes Spielabends wird gesagt, Termin für die nächste Woche. Und dann sagen alle, wann sie Zeit haben. Und irgendwann meistens, also zu 90%, fast schon zu 95%, finden wir dann in der nächsten Woche einen Termin, wo alle Zeit haben. Richtig. Momentan läuft das Ganze bei uns seit der Corona-Krise über online. Sonst haben wir uns immer halt getroffen, hier bei mir meistens. Und da, also wenn du da rüber gehst, da ist der Rollenspielbereich sozusagen, da ist ein Tisch, da sind bequeme Stühle und da ist unsere Rollenspielecke, sehr stimmungsvoll. Schick doch den Kameramann mal rüber, ach, es geht jetzt nicht. Es geht nicht. Ich kann mal ein Foto machen irgendwann. Ja. Punkt. Also man sagt einfach, wann habt ihr nächste Woche Zeit, dann wird sich abgestimmt und wenn dann irgendwie kein Termin bei rauskommt, weil einer nicht kann, dann muss der halt mal eine Woche aussetzen. Außer der Spielleiter, der muss halt da sein, sonst ist es albern. Richtig. Oder man spielt halt was anderes, ja. Ich meine, klar, das ist natürlich auch so ein Ding, da muss auch das Umfeld Verständnis für haben und tolerant mit sein, aber letzten Endes, jedem sollte ja auch in einer Beziehung oder in einer Familie zugestanden sein, dass er einmal die Woche seinem Hobby nachgeht. Genau. Es ist ja auch nicht bis in die Puppen. Wir spielen, wie gesagt, von grob 19:30 bis 22 Uhr. Ja, vorher Zordan, du bist ja auf Twitch gerade. Die Leute, die hier sind, haben alle viel Zeit. Die haben viel Zeit. Nein, aber ja. Ist so. Nee, aber ne, also das ist halt einfach Tarja, da. Frag gerade nochmal, ob immer derselbe Spielleiter ist. Nicht immer derselbe, aber wir haben relativ regelmäßige Spielleiter. Meistens sind es Zeron und ich. Ja. Meist haben wir dann ein Abenteuer und das spielen wir dann durch und dann wechseln wir oder das nächste kommt gleich im Anschluss. Oder das ist auch ein bisschen ein Problem. Es ist immer besser, wenn man mehrere Spielleiter in der Gruppe hat. Denn man bereitet das ja, man braucht ja ein bisschen Zeit, um so ein Abenteuer vorzubereiten. Entweder denkt man sich ja vielleicht im besten Fall noch völlig selber aus oder man liest sich halt das Buch durch. Man muss das vorbereiten und deshalb ist es immer ganz gut, wenn ein Spielleiter erstmal ein Abenteuer macht, dann kommt vielleicht der nächste, macht sein Abenteuer, dann hat der andere Spielleiter wieder Zeit, das nächste Abenteuer vorzubereiten und dann kommt da so ein bisschen Fluss rein. Richtig, es ist ja schon ein bisschen Arbeit und wenn man dann die ganze Zeit immer derselbe der Spielleiter ist und der möchte ja vielleicht auch mal ein bisschen entspannt einfach nur spielen und sich mal auch mal berieseln lassen oder sowas, ist es halt auch einfach fair, wenn man das ein bisschen in der Gruppe rumtauscht. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass wirklich die Gruppe aus einem besteht, der das total gerne macht und das auch wirklich super kann der und der Rest immer Spielleiter macht, ja. Der mag es dann nicht so, dann ist es auch okay. Ich mache zum Beispiel sehr gerne Spielleiter, mir macht das irre Spaß. Aber manchmal ist es halt auch Stress, wenn man viel zu tun hat und nebenbei dann noch ans Abenteuer denken muss. Ja. Aber irgendwie geht es ja doch immer. Genau. Also so viel zur Terminabsprache und so, das ist machbar, das kriegt man hin. Ja. Und gerade online ist es ja nun überhaupt kein Problem, da macht man das halt genauso und sagt dann halt dann und dann treffen wir uns auf Teams oder auf Zoom oder sonst wo ich auch treffen wollte oder Discord ist es ja auch möglich und dann legen wir einfach los. Dann funktioniert das fast genauso gut. Einziger Nachteil natürlich online ist das mit der Würfelei, mit diesen 20-seitigen Würfeln, da muss man sich dann halt ein wenig vertrauen. Das heißt, man kann das natürlich theoretisch auch einblenden. Es gibt auch Programme, die Würfel simulieren. Da könnte man mit Sicherheit auch was machen. Es gibt zum Beispiel einen Tabletop-Simulator. Ja. Mit denen könnte man arbeiten, wenn man es jetzt sagen will, okay, ich will das jetzt aber auf einem bestimmten Level haben und ich möchte auch sehen, was die anderen würfeln und einem das sehr wichtig ist. Random.org ist wahrscheinlich auch so ein Würfelsimulator-Ding, ne? Mhm. Zum Beispiel, oder es gibt auch über Discord gibt's Tools, die man da benutzen kann, das weiß ich. Okay, das wusste ich. Da gibt es alle möglichen Sachen, aber wir sind halt Oldschool. Wir sind vom alten Schlag Oldschool. Ja. Wir haben gerne ein Stück Plastik in der Hand und rollen das über den Tisch, damit es klappert. Ja, wir haben das Vertrauens-Plugin sozusagen. Genau. Ich meine, man kriegt dann schon manchmal mit, so wenn bei dem Einspieler den ganzen Abend die Proben alle super gut klappen, dann denkt man sich schon so, ob das jetzt alles wirklich so war. Aber naja. Ich sag mal so, wenn man mogelt, nimmt man sich auch selber was vom Spaß weg, natürlich, weil viel interessante Szenen entstehen erst dadurch, dass eine Probe schief geht, dass irgendwas nicht klappt und man sich dann was anderes einfallen lassen muss. Das, wie gesagt, das kommt auf den Spielertypen natürlich so ein bisschen an. Wenn man halt einer ist, der gerne immer nur Erfolg hat, dann
ist das dann vielleicht eher blöd. Aber ja. Ich finde, es haben sich schon sehr viele interessante Szenen daraus entwickelt, dass eine Probe schiefgegangen ist. Dass zum Beispiel der Hund angeschlagen hat, als die Helden da irgendwo reinschleichen wollten und dann mussten sie sich einen anderen Weg überlegen. Und das wurde dann manchmal viel interessanter als das einfache so, wir steigen da mal in das Haus ein oder so. Was auch, ja. Was auch noch so ein Punkt ist, den ich gerne ansprechen möchte, ist, dass ihr, wenn ihr, sagen wir mal, spielt mit euren Freunden, die kennt ihr vielleicht schon jahrelang und spielt mit ihr jetzt Pen and Paper. Ihr werdet an euren Freunden Seiten entdecken, die ihr sonst wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen hättet. Denn in dem Moment, wo sie Pen and Paper spielen, fallen da so ein paar Barrieren und sie spielen ja wen anders, das machen sie ja nicht selber, das ist ja ihr Charakter, der das macht. Und man kann da sehr schön bei manchen Leuten sehen, wie denen ihre, ja, wie denen ihre Einstellung so ist und wie die, ihr Verhalten so ausgeprägt ist. Das ist ganz sehr interessant auch. Vom psychologischen Sinne jetzt mal gesprochen. Und auch Charaktermacken werden durchs Rollenspiel manchmal auch so ein bisschen verstärkt. Also wie du schon sagst, das ist total interessant. Ja. Kakao Dieb fragte, benutzt ihr im Abenteuer Flüche? Was hättet ihr da so für Ideen? Also Hexenflüche. Hexenflüche zum Beispiel bei das Schwarze Auge gibt es die ja. Das wird geregelt wie Zaubersprüche. Kommt bei uns selten zur Anwendung, weil wir selten eine Hexe haben. Aber so ein Fluch kann natürlich der Grundbestandteil eines Abenteuers sein, dass man auf irgendjemanden trifft, der verflucht ist. Es gab schon verschiedene Abenteuer, da war dann jemand in ein Tier verwandelt und man musste dann, hat dann irgendwann herausgefunden, das war ein Fluch und dann musste man halt eben die Hexe finden und dann von ihr rauskriegen, was sie so verärgert hat und das wieder gut machen, damit der Fluch zurückgenommen worden ist. Ja, es gibt Abenteuer, wo Flüche auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, zum Beispiel gibt es ein sehr altes DSA-Abenteuer, wo ein Fluch halt die gesamte Grundlage des Abenteuers ist. Das gibt es schon. Also Flüche spielen da schon teilweise eine Rolle. Und es gibt auf der Suche nach einem Kaiser, oder wie es hieß? Nee. Mit dem Mord. Ja, das Hallabenteuer. Das Hallabenteuer, das heißt aber nicht auf der Suche nach einem Kaiser. Nee, das stimmt, das hieß anders. Das ist auf der Suche nach einem Kaiser, ist ein Solo. Ja. Aber da war zum Beispiel Die Attentäter. Da waren die Helden quasi durch einen Fluch fremdgesteuert. Ja. Ist übrigens eine schwierige Sache, weil dann kommen wir in den Bereich, vielleicht habt ihr im Bezug von Rollenspiel schon mal den Begriff Railroading gehört. Das ist quasi, wenn das Abenteuer auf einer festen Schiene verläuft und man nicht nach links oder rechts davon runter kann. Ist ziemlich verpönt, finde ich gar nicht so schlimm, weil manchmal hilft so ein Tunnel ja auch, das Abenteuer voranzubringen von der Geschichte her, aber trotzdem müssen die Spielercharaktere da noch Möglichkeiten haben, in ihrem Rahmen gut zu agieren. Und es gab schon auch vorgefertigte Abenteuer, die wirklich so komplett so ein Tunnel waren, wo man auch wirklich nicht groß was anderes machen konnte, außer dem so einen Plot so zu folgen, wie er vorgegeben war. Mag für den Anfänger einfacher sein, ist aber eigentlich nicht so interessant. Ja, stimmt. Es gibt auch so ein paar goldene Grundregeln für den Spielleiter, auf die wir vielleicht nochmal eingehen können. Zum Beispiel, es heißt nicht, dass er das nie machen dürft, aber versucht es zu vermeiden. Sperrt Spieler, also die Helden, die Spieler nie ein. Also nehmt ihnen nicht ihr Kram weg vor allen Dingen. Nehmt den Spielern nie ihr Kram weg, weil das sind Sachen, ihre Waffen, ihre Rüstung, ihre Ausrüstung, irgendwelche magischen Tränke und so. Das haben sie wahrscheinlich über zig Abenteuer, haben sie sich da ihren kleinen Schatz zusammengeklaubt. Und wenn du den Spielern diesen Schatz einfach mal wegnimmst, so am Anfang des Abenteuers, und sie dann vielleicht noch einsperrst, hast du schon mal die Stimmung am Spieltisch total im Keller. Das heißt, mir geht das selber so, ich bin dann als Spieler durch. Für mich ist die Sache gelaufen. Ich habe dann keinen Bock mehr, ich will das nicht. Ich will meinen Kram behalten und ich will frei sein. Weil Freiheit ist das, was bei Pen and Paper wichtig ist. Und wenn ich eingesperrt bin, dann bin ich genau das Gegenteil von frei. Da muss ich nur die ganze Zeit irgendwie sehen, wie ich aus der Scheiße wieder rauskomme. Also das ist das ist tatsächlich so ein spezieller Typ Abenteuer. Den kann man durchaus mal verwenden. Ich bin da etwas anderer Meinung als Theron. Aber es darf nie so sein, dass man, dass die dann da keine Chance haben. Also wenn es das Ziel des Abenteuers ist, dann aus dieser Scheiße wieder rauszukommen und seinen Kram wiederzukriegen und das dann interessant gestaltet ist, ist das durchaus spannend. Sollte man aber nicht so oft anwenden. Man soll es nicht so oft machen. Und geht davon aus, wenn ihr das mit eurer Gruppe macht, die werden alle erstmal pisst sein. Ja. Die werden alle erstmal richtig, scheiße, jetzt sind wir eingesperrt, kein Bock. Das kann passieren. Bobby fragt doch gerade, ne? Escape Room Teil, genau.
wie erzieht man sich seine Spieler am besten, beziehungsweise geht mit absurden Ideen der Spieler am besten um, beispielsweise im Mittelalterkampf und jemand will einen Raketenwerfer. So, sagst du nicht. Also, ja, also pass auf, Spieler erziehen, dann läuft schon was in der Gruppe falsch, wenn man naja, man muss sich seine Spieler schon ein bisschen erziehen. Ne, man kann sie sich formen, aber formen ist das Wort, ja. Also sie so richtig erziehen, das würde ja bedeuten, das heißt dann, dass der Spieler tatsächlich auch destruktiv deinem Abenteuer gegenüber unterwegs ist. Ihr habt euch... Ah, ich glaube, ich weiß, was Baumi damit meint. Also wie... Mache ich meine Gruppe, dass sie so funktioniert, wie ich das gerne möchte, so ein bisschen. Richtig, genau. Das Wichtige, deswegen sagte ich schon am Anfang, das Wichtigste ist Konsens. Alle müssen sich erstmal einig sein, wie die Spielwelt sein soll. Und was der grobe Rahmen ist, in dem sich da alle bewegen. Wenn du dann einen Spieler hast, der dann meint, ich nehme jetzt einen Raketenwerfer, obwohl ihr im Mittelalter spielt, dann weißt du, der Spieler hat eigentlich gerade gar keinen Bock auf deine Welt. Dann sollte man vielleicht auch den mal zur Seite nehmen und mal mit ihm drüber reden. Und im schlimmsten Fall dann auch sagen, du pass auf, das funktioniert so nicht. Wir wollen hier im Mittelalter spielen und du willst hier mit Raketenwerfer rumwollen. Gibt's halt nicht. Ne? Was du nie machen solltest, ist aber Spieler gängeln oder bestrafen. Du solltest konsequent sein. Wenn ein Spieler eine dumme Idee hat, dann kann man ihn davor durchaus noch warnen, indem man ihm das nochmal genau beschreibt oder ihn zum Beispiel fragt, bist du dir sicher, dass du jetzt dahin willst, wo die ganzen Zombies stehen, alleine, ohne Waffen? Bist du dir wirklich sicher, dass du das tun willst? Wenn er das dann aber macht, dann hat er sich das selber ausgesucht, dann war das seine freie Entscheidung. Dann muss er natürlich auch mit der kompletten Konsequenz rechnen, dass sie ihn die Zombies da in Stücke reißen. Ne? Also ich halte mich dafür relativ fair, indem ich dann wirklich nochmal warne vor sowas, aber wenn jemand eine blöde Idee hat und das geht dann schief, dann geht das halt schief. Dann ist das halt so. Dann kann es aber auch wieder ein interessantes Abenteuer sein, eben aus der Situation wieder rauszukommen. Also das, dann pausiert vielleicht mal der Plot, den du dir eigentlich überlegt hast, und dann geht es eben darum, wie die Helden erstmal wieder ihre Haut retten. Mhm. Es kann dann am Ende trotzdem sehr belohnend und sehr spaßig sein. Ja, aber Kakaodieb schreibt gerade, ich plane es so, dass Spieler eine Kiste aufmachen können und Zeug erhalten, aber auch immer einen Fluch bekommen. Beispielsweise, sie stinken dauerhaft nach Fisch. oder zwei Helden haben sich ineinander verliebt. Das ist erstmal witzig als Spielleiter, aber als Spieler möchtest du, glaube ich, nicht dauerhaft nach Fisch stinken. Mit der Verliebtheit, das ist noch so lustig, das kann man noch, würde ich aber auch nicht unbedingt empfehlen, dass dann zwei Spieler in der Gruppe verliebt spielen, weil das ist auch nicht für jeden was, das könnte auch für manche ein bisschen schwer oder so ein Konflikt sein. Ja, vor allem, das lutscht sich auch schnell aus, tatsächlich sowas. Ja, das stimmt. Ich weiß, ich hatte mal eine Person, die dann sozusagen mit mir liiert war im Spiel. Es ist damit geendet, dass ich sie getötet habe. Nee, du nicht. Nee, ich nicht, sie wurde getötet. Sie wurde getötet und ich war dann befreit, sozusagen. Das geschah aber in Absprache mit der Spielerin, die diese andere Figur gespielt hat, weil wir dann alle festgestellt haben, nach drei Abenden hat das einfach nur noch genervt. Ja, sie hat es auch einfach nicht mehr ertragen, dann mit mir zusammen zu sein, auch wenn es so ein Spiel war. Nee, und es war auch tatsächlich so, sie hat dann auch selber festgestellt, diesen Charakter zu spielen, das ist zu anstrengend, das macht keinen Spaß. Ja. Also haben wir habe ich den Charakter dann in die Story aufgenommen mit einem als Plotkill sozusagen, dass das Ganze noch Gewicht hatte für die Gruppe und die Motivation der Gruppe dann noch ein bisschen verändert hat. Sowas wie Artefakte rausgeben, die dann vielleicht so einen kleinen Haken haben, das ist durchaus interessant, das kann man mal machen. Sollte aber auch nicht zu sehr eingreifen. Genau, Sachen sind okay, Sachen, die den Charakter irgendwann unspielbar machen, auf jeden Fall vermeiden. Dann macht die Artefakte lieber nicht so mächtig und macht dann nur einen kleinen Haken. So zum Beispiel, dass wenn er das Ding weglegt, dass er dann auch nicht nach Fisch riecht oder so. Weil sonst hast du ja ständig Probleme, wenn du irgendwo mit irgendwem verhandeln willst und du riechst nach Fisch, ist das ja schon... Ja. Wirkst du ja nicht sehr sympathisch auf jemanden. Außer du arbeitest auf dem Fischmarkt vielleicht. Ja, gut, das ist richtig. Also auf jeden Fall seine Spieler nie gängeln. Konsequenzen durchaus durchziehen, zur Not nochmal vorher waren, aber nie gängeln. Gängeln ist immer scheiße. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, alle sollen Spaß haben. Und richtig. Sobald ich meine Spieler halt gängle mit, zum Beispiel, dass ich sie einsperre und ihnen ihr Kram wegnehme, dann gängle ich sie in dem Moment und das macht dann, es geht eine Zeit, aber auf keinen Fall zu lange sowas machen und nicht zu oft. Ich weiß das ja, dass unsere Gruppe das überhaupt nicht mag und wann immer mal sowas in einem Abenteuer auftaucht, sage ich schon immer, wartet's doch mal ab und vertraut mir. Und zum Glück tun sie es auch. Also...
Womit wir gleich wieder beim nächsten Punkt wären, verlieb dich nicht in deine NPCs. Ja. Ganz wichtiger absolut. Punkt. Spieler hassen NPCs, also Personen, die in dem Spiel vorkommen, die aber nicht von einem Spieler gespielt werden, sondern die von dem Spielleiter sozusagen geleitet werden, die gut sind oder die besser sind als die Spieler. Und die verlieb dich nicht in deine NPCs, ganz einfach. Richtig. Lass NPCs auftauchen, aber lass sie nicht übermächtig sein. Ein NPC ist immer nur ein Mittel zum Zweck, um deine Geschichte zu erzählen und voranzubringen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch, es kann dir durchaus auch mal passieren, dass die Spieler einen NPC, der für irgendwas noch später wichtig ist, töten. Dann kannst du entweder sagen, ja, jetzt ist das ganze Abenteuer hin, oder du überlegst dir dann, ja gut, dann ist es eben nicht der NPC, der diese Information hat, sondern dann denke ich mir wen anders aus. Kann man ganz einfach mit umgehen. Wenn das so ist, dann ist das so, dann sucht man sich halt eben wen anders dafür aus. Aber wie Ceron schon sagt, verlieb dich nie in deine NPCs, das ist ganz richtig. NPCs sind nur Mittel zum Zweck. Die sind nicht dafür da, dass der Spielleiter toll dasteht oder so, sondern der entscheidende Teil der Abenteuer sind immer die Helden. Die sollen glänzen und nicht die NPCs. Delfino schreibt ja auch gerade noch ziemlich Interessantes. Und da geht es darum, um den sozusagen aus Dummheit eines einzelnen Spielers die ganze Gruppe draufgehen würde, ob wir das machen würden. Gruppenkills sind auch ein großes Thema, könnte man auch stundenlang drüber reden. Gibt es bei uns sehr, sehr selten, kam aber schon vor. Aber nicht aus, ich bin der Spielleiter, ich töte jetzt die ganze Gruppe. Da sind wir im Grunde wieder beim ersten Satz, alle müssen sollten Spaß haben. Wenn sich die Spieler natürlich absichtlich dumm verhalten, sich in Gefahren begeben, mit vollem Wissen in Gefahren stürzen und sie im Hinterkopf haben, der Spielleiter lässt uns hier nicht alle draufgehen. Dann kann man das schon mal in Erwägung ziehen. Tatsächlich dann die ganze Gruppe, was jetzt Delfino geschrieben hat, in der Situation muss man dann halt sehen als Spielleiter, wie man das Ganze handelt. Ne? Also natürlich, wenn du jetzt, wenn das eine große Kampagne ist und da ist noch viel vor euch, kannst du den Spielern auch immer anbieten, dass sie sich ergeben und dann irgendwie in Gefangenschaft geraten und daraus erstmal wieder rauskommen. Das machen Spieler auch sehr ungern. Das machen Spieler sehr ungern, aber man muss natürlich, muss man als Spieler auch immer wissen, ein Kampf ist immer eine potenziell tödliche Situation. Da kann alles schief gehen. Das habe ich auch tatsächlich bei manchen Abenteuern, wo ich dann das Gefühl hatte, die Helden waren schon so mächtig, dass sie auch schon sehr an Selbstüberschätzung gelitten haben. Habe ich das tatsächlich vor manchen Abenteuern auch schon vorher gesagt. Die Gegner, auf die ihr treffen werdet, sind euch ebenbürtig. Denkt da bitte dran. Ist eigentlich nichts, was man groß immer machen muss, aber in dem Fall hat es sogar geholfen. Wer sich in Kampf begibt, muss immer damit rechnen, dass er drauf geht. Ja. Und wenn dann die ganze Gruppe drauf geht, ja, dann ist das zur Not auch mal so. Dann endet das Abenteuer da. Das ist dann vielleicht schade, aber wenn man das halt nicht möchte, wie gesagt, dann immer, ein Kampf muss nicht immer bis zum Tode durchgeführt werden. Die Übermacht sollte den Spielern irgendwann klar sein und die können auch immer von sich aus die Waffen strecken oder die Gegner bieten dann an. Improvisiert dann als Spielleiter. Zum Beispiel beim Kampf ganz einfach, es taucht auf einmal eine Gruppe auf, die euch vielleicht unterstützt und die Helden unterstützt im Kampf. Kann ja passieren. Oder muss natürlich realistisch sein. Es muss realistisch sein und es darf nicht jedes Mal passieren. Also aber das ist manchmal die bessere Variante, dann die Gruppe doch noch vielleicht zu retten und zu sagen, es passiert irgendwas. Ja, das kann man machen. Also man. Also ja. Also Dummheit würde ich das ja nicht nennen, aber schlechte Einschätzung einer Situation muss natürlich Konsequenzen haben, aber manchmal liegt es ja auch daran, dass der Spielleiter das vielleicht nicht ausdrücklich genug beschreibt. Ja, das ist wieder ein Problem vom Anfang, dass halt das einzige Problem ist, dass halt manchmal die Spieler sich was anderes vorstellen, als das, was der Spieler eigentlich sich denkt und beschreibt. Deswegen sage ich ja, wenn jemand dabei ist, so eine Aktion zu machen, ich warne da durchaus auch 2-3 Mal. Erklär das nochmal ein bisschen mehr, damit er auch wirklich sich im Klaren darüber ist. Frage dann zur Not auch, du bist ja schon im Klaren, da ist eine große Übermacht, die jetzt da auf dich zukommt. Ich meine, in Delfinos Beispiel war es ja ein Held, der sich opfern will, um den Rest zu retten und die anderen rallen das nicht und rennen mit dahin. Ja gut, dann kann der Spieler natürlich noch sagen, verschwindet hier, ich versuche euch zu retten, und wenn dann die anderen sagen, nee, wir helfen dir, und dann verlieren sie den Kampf. Dann ist das halt so. Weil sonst wird es auch schnell unglaubwürdig. Sonst wird man als Spielleiter schnell unglaubwürdig und die Helden denken sehr schnell dann, da kann ich machen, was ich will, der lässt mich nicht über die Klingen springen. Das ist schlecht. Dann geht ein bisschen Spannung verloren auf jeden Fall.
Tarian fragt, sind tote Charaktere dann auch für immer tot oder darf der im nächsten Abenteuer wiederbelebt werden? Nein, der Charakter ist dann tot, aber der Spieler kann sich natürlich einen neuen Charakter machen und dann mit einsteigen. Ja. Wir haben in unserem System sogar eine Lösung dafür gefunden, wenn jetzt die anderen Helden quasi schon sehr erfahren sind, haben uns dann darauf geeinigt, dass dann der neue Charakter auch so in der Nähe, also vielleicht ein bisschen weniger als die anderen, aber trotzdem schon ein paar Stufen, wenn man das jetzt mit dem Stufensystem macht, höher sein darf oder halt mehr Erfahrungspunkte schon vom Grund halt genau, auf hat. Genau, da haben wir uns nach Jahren drauf geeinigt. Wir hatten das am Anfang auch immer so, dass dann, wenn du wieder neu gestartet hast mit einem neuen Charakter, bist du wieder bei Stufe 1 gestartet. Klar, am Anfang levelst du dann relativ schnell und kommst relativ schnell auch an wieder an die anderen ran, aber es ist halt nervig für den einen, weil er halt immer nichts machen kann. Weil alle Kämpfe werden von den anderen bestritten und er kämpft da zwar auch mit rum, aber darum haben wir das so ein bisschen. Hält die Gegner nur für die richtigen Helden warm, so nach dem Motto, ne? Also man hat noch einen Verlust, man geht ein paar Stufen nach hinten im Endeffekt, aber ne? Ja. Aber man ist beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, der Spieler muss da nicht ausscheiden oder aussetzen oder sowas. Höchstens, wenn das halt an dem Spielabend relativ früh passiert, dann, na gut, dann muss er halt den Rest des Abends zugucken oder kann dann schon mal nach Hause fahren oder sowas. Aber ansonsten beim nächsten Abend ist er natürlich wieder dabei. Genau, nur eben nicht mit dem Charakter. Genau, Tarian, so ist das. Das ist auch, das ist nervig, ja. Ist schwer. Deshalb haben wir da so diese Regel gemacht, kann ich euch nur empfehlen. Wir fahren da sehr gut mit, würde ich sagen. Wir haben das ein bisschen grob eingeteilt, was welche Stufe bedeutet, ein Erfahrungsgrad. Und dann fängt man eben, wenn die Helden, sag ich mal, alle erfahren sind, dann fängt der Spieler auch in der niedrigsten Stufe von erfahren dann wieder an, sodass er ungefähr mit den anderen mithalten kann. Warhammer so. Haben wir noch nicht gespielt in unserer Gruppe, nee. Nee, Warhammer das Rollenspiel und auch das Tabletop nicht. Nee. Man kann ja auch sagen, zum Beispiel, das so war eigentlich mal der Grundgedanke, wenn ihr das irgendwie in eine Regel packen wollt, die, mit diesem Heldentod. Man kann ja sagen, der Spieler, der stirbt, ist immer, fängt immer eine Stufe oder auf der Stufe an, die der Charakter mit den wenigsten Stufen, also die niedrigste Stufe aus der Gruppe. Sagen wir mal, du hast einen in Stufe 12, eine Stufe 10 und eine Stufe 8, der mit Stufe 12 stirbt, dann würde er dann sozusagen wieder ans Ende der Gruppe durchgerechnet und würde wieder mit 8 anfangen. Genau. Kann man so ganz einfach eine Regel fassen und der wäre dann auch 8. Stufe. Das ist dann ein bisschen Arbeit, den Charakter bis in die 8. Stufe zu leveln, aber dafür hat er auch diesen nervigen Punkt nicht, dass er dann wieder bei Stufe 1 anfängt. Genau. Der Fino meint, da haben die Charaktere, bei Warhammer haben die Charaktere Schicksalspunkte. Wir haben auch ein ähnliches System. Bei uns gibt es so, wir machen das mit 6-seitigen Würfeln, die kann man benutzen, um eine Probe zu verbessern oder wenn man daneben ist, kann man versuchen, den Wert ein bisschen runterzuwürfeln. So Glückspunkte Nupsi quasi. Nupsi-Punkte. Davon hat man eine begrenzte Zahl, die kann man aber durch Aktionen, die der Gruppe zum Vorteil verhelfen, auch wieder auffüllen oder man kriegt so für irgendwas eine gute Idee oder im Kampf halt. Ne, das ist ja was, was der Gruppe einen Vorteil bringt. Mhm. Und dadurch kann man die auch wieder auffüllen und die kann man dann einsetzen, um zum Beispiel, wenn man eine Probe sehr schlecht schafft, die zu verbessern oder eben eine Probe zu wiederholen oder sowas. Das geht bei uns schon. Also es ist schon nicht so leicht zu sterben und das soll auch so sein. Denn Helden sollen auch wirklich Helden sein. Die sollen besser sein als ein normaler Bürger. Obwohl es auch Leute gibt, die Spaß daran haben, einfache Bauern zu spielen. Das ist, wie gesagt, wie man da Bock drauf hat. Benutzt ihr? Wir benutzen keine Karten. Das läuft alles im Kopf. Wir haben nur unsere Heldendokumente, wo die Werte draufstehen. Und die Würfel und unsere Fantasie. Also es gibt durchaus mal Landkarten oder Illustrationen, die wir dann hochhalten oder austeilen. Oder so Handouts nennt man das, wenn die Spieler einen Brief kriegen. Dann ist es manchmal ganz schön, wenn man den Brief tatsächlich als geschriebenen Brief den Spielern rüberreichen kann, damit sie da auch mal drauf gucken können und so. Das ist so ein bisschen einfach. Man kann auch komplexe Kampfsituationen theoretisch mit kleinen Kärtchen oder mit kleinen Figürchen darstellen. Das machen auch viele Gruppen, dass wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt einen Kampf, da kommen 20 Gegner, wir wollen wissen, wo die stehen, wie weit die entfernt sind für die Fernkämpfer unter uns, dann kann man das auch aufbauen. Muss man aber nicht. Man kann das auch aufzeichnen. Wir haben eine Tafel hinter uns hängen. Da können wir mit Kreide dann halt so kurze Skizzen machen und Sachen aufzeichnen. Für Dungeons oder für Kämpfe oder sonst was. Wollte ich gerade sagen, das ist eine super Sache, seit du diese Tafel hast. Dann kann man nämlich kurz mal wirklich so, manchmal ist es auch schwer, irgendwas vernünftig zu erklären. Dann ist es vielleicht einfacher, man zeichnet einen Grundriss auf und kann es dann daran so ein bisschen erklären. Oder ein Kampf ist unübersichtlich, dann zeichnet man eben ein, wer gerade wo steht, dass dann nicht einer sagt, jetzt springe ich zu dem Gegner, der ist aber 10 Meter weg oder sowas. Dann kann man das einfach besser illustrieren. Das hilft schon, das definitiv. Ja, das ist eine schöne Sache auf jeden Fall.
Aber ansonsten, das kann man ein großes Blatt Papier theoretisch hinhängen was, oder so ein Block oder sowas. Das ist auch möglich. Oder man legt den halt mitten auf den Tisch, wo man da eine Karte drauf zeichnet. Das geht genauso gut. Das ist zum Beispiel auch, wenn man Dungeons spielt, also man geht mit der ganzen Gruppe durch ein Verlies, dann kann man das an der Tafel oder auch im Blatt Papier schön Stück für Stück immer aufzeichnen, was die Helden gerade aufgedeckt haben, was sie gerade sehen. So wie das ja bei Computerspielen auch ist. Da hast du deine Minimap und die deckst du nach und nach auf und so da kann man das dann Programme auch darstellen. Für, wo man das dann genauso wie im Spiel, im Computerspiel so nach und nach aufdecken kann. Das geht. Ja. Du kannst auch auf dem iPad, das hatte Meli damals immer gemacht, ne? Der hat ein iPad, wo er es dann immer frei gemacht hat. Ja. Freigewischt hat, die obere Ebene sozusagen. Genau. Ja, das gibt es alles. Was ich euch noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, ihr habt ja als, eure Charaktere haben ja dann meistens Namen, egal in welchem System. Da kann ich jedem Spieler und auch jedem Spielleiter nur einen Tipp geben, schreibt ihr die Namen mit den dazugehörigen Spielernamen irgendwo auf und versucht die Spieler dann immer mit dem Spielern, also mit dem Charakternamen anzusprechen. Ja. Einmal geht das dann auch in die Köpfe der Spieler und wenn alle sich mit ihrem Charakternamen ansprechen, gibt das eine viel schönere Dynamik, also eine viel schönere, ja, man wird noch mehr in dieses Spiel reingezogen und wird nicht ständig durch die normalen Namen halt wieder rausgerissen, ne? Eben, wenn man die Stimmung ist einfach gleich, man fühlt sich mehr in der Spielwelt, wenn man das beherzigt. Wenn man dann meinetwegen wirklich dann sagt, Tarian und nicht Felix oder so zu dem Nachbarspieler. Absolut, das bringt viel für die Stimmung. Und zum Beispiel, wir machen es auch so, dass es gibt Spieler, die sagen, mein Held macht das und das. Bei uns ist es eigentlich wirklich so, wir reden da immer in der Ich-Form. Ich mache jetzt das und das. Ja. Und meint dann natürlich nicht sich selbst, sondern den Charakter, den man dann spielt. Genau. Delfino fragt noch, wie wir das machen, dass die Level nicht so weit auseinander geraten. Erstmal sind Level nicht ganz so wichtig, wie man das vielleicht am Anfang denkt. Klar, bei den Kampfwerten unterscheidet sich dann schon, ob ein Spieler Level 12, also Stufe 12 oder Stufe 8 ist, sage ich mal. Aber einmal sorgen wir dafür, dass das nicht passiert, dadurch, dass wir der gesamten Gruppe Abenteuerpunkte geben am Ende des Spieles. Das heißt, es kriegen so ziemlich alle die gleichen Abenteuerpunkte. Das heißt, sie leveln dann auch relativ gleich. Ja. Manche Spieler machen es auch oder manche Spielleiter, dass sie jedem einzeln Punkte geben, nach dem, was er geleistet hat in dem Spiel. Aber davon sind wir so ein bisschen abgegangen, weil das war dann so ein Bewerten irgendwie. Man hat dann die Spieler so bewertet, wie gut, was sie für die Gruppe gebracht haben. Und heute bewerten wir eher die Gruppe. Das heißt, wir bewerten die ganze Gruppe, wie sie als Gruppe funktioniert hat. Und dadurch entsteht auch nicht diese große Kluft zwischen den Stufen, sage ich mal. Richtig, richtig. Und ob man nun Stufe 11 oder 12 ist, das ist nicht so ein himmelweiter Unterschied. Okay. Und außerdem gibt es ja zum Beispiel, wenn der eine einen Krieger spielt, der andere spielt einen Magier, hat der Magier ganz andere Möglichkeiten, das aufs Abenteuer Einfluss zu nehmen als der Krieger. Und das macht auch sehr viel aus. Das heißt, du bist nicht nutzlos, weil du kannst zaubern und der Krieger kann das nicht. Der ist vielleicht besser im Zuschlagen und den Leute totkloppen, aber dafür kannst du wieder in ganz anderen Bereichen vom Abenteuer wieder punkten und da hast du deine Szenen. Richtig. Und genau das ist auch der Punkt. Wieder, es ist ein Gesellschaftsspiel, ein Miteinander. Es geht immer um den Gruppenerfolg und nicht um den Einzelnen. Deswegen sind wir halt dazu übergegangen zu sagen, die Gruppe kriegen für das Abenteuer immer das Gleiche. Das Einzige, wo wir es nicht machen, ist, wenn jetzt ein Spieler mal mehrere Abende gefehlt hat oder so, dann kriegt er natürlich auch nicht Abenteuerpunkte für die Abenteuer, wo er nicht da war oder sowas. Aber ansonsten ist es immer ein Gruppenerfolg und alle kriegen das Gleiche. Wenn es darum geht, eine Einzelaktion oder eine gute Idee von einem Spieler zu belohnen, das machen wir über unsere in Häkchen Schicksalspunkte, dann kriegt er eben einen zusätzlichen Glückswürfel dafür, weil er was Tolles gemacht hat oder so. Das ist dann die Belohnung sozusagen. Damit hilft er dann ja sich, aber auch der Gruppe auch meistens weiter. Genau, aber ansonsten geht es dann wieder halt um die gesamte Gruppe. Ja. Kakaolieb schreibt, was macht ihr mit Power Gaming, Powerplayer? Was, wenn ich einen Powerplayer mache, wenn ich den erwische? Nein. Ich weiß, was du meinst. Wir wissen, was du meinst. Was machen wir mit Power Gamern, Zordern? So richtiges Power Gaming kann man nicht. So richtiges Power Gaming wäre ja einer der Min-Maxer. Min-Maxer, der die Regeln auch haarklein kennt und versucht auch, sich immer in Vorteil zu bringen. Wir haben unterschiedliche Spielertypen in der Gruppe. Wir haben auch welche, die tendenziell eher darauf aus sind, sich möglichst zu optimieren. Das ist aber okay. Also letzten Endes muss ja jeder Spaß haben und damit gehen wir auch dementsprechend um. Es ist vielmehr so, dass ich zum Beispiel als Spielleiter dann auch versuche,
das nach Charakteren zu machen. Wenn die Gruppe im Wald herumirrt, dann spiele ich natürlich hauptsächlich den Jäger an, weil der derjenige ist, der sich im Wald auskennt. Und selbst wenn jetzt meinetwegen der Magier einen höheren Wert in Spurensuchen hat oder sowas, ist das trotzdem nicht sein Fachbereich. Also gehe ich dann da auf den Jäger ein und sage, du würfelst mal bitte darauf. Da gibt es ja dann auch von den Regeln so Sachen, die man sich als Jäger jetzt zum Beispiel noch dazu nehmen kann, die einen dann in dem Bereich halt auch noch sehr viel weiterbringen. Richtig. Ne, dass man dann einfach so eher das über den Hintergrund des Helden auch so ein bisschen macht. Und dann kann der Powergamer meinetwegen oder der Minmaxer-Optimierer sich seinen Helden total optimiert haben. Aber es gibt einfach Bereiche im Abenteuer, da ist der trotzdem nutzlos. Und selbst wenn er jetzt sagt, ich habe aber den Wert, ich möchte aber würfeln, sage ich, nee, sorry, das ist aber seine Sache und nicht deine. Ja, auch immer aber, mal wieder was anderes wichtig werden lassen. Wenn ja. du natürlich einen Spielleiter hast, bei dem immer Kampf im Mittelpunkt steht, wirst du wahrscheinlich irgendwann eine Gruppe haben, die nur aus Kriegern besteht, weil die da halt am besten sind im Kämpfen. Aber wenn sich die Anforderungen des Abenteuers jedes Mal verändern und es immer auf etwas anderes ankommt, dann fächert sich das automatisch breiter. Dann sagt nämlich die Gruppe schon, hey, wir haben schon einen Waldläufer, wir haben einen Magiebegabten, wir bräuchten noch einen guten Kämpfer und vielleicht einen, der so ein bisschen mit Heimlichkeit kann. Und schon hast du 4, 5 Bereiche, wo sich die Leute auskennen und dann auch immer ihre Bühnenzeit, sage ich mal, kriegen. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Gibt jedem Spieler einmal am Abend seine Bühnenzeit sozusagen. Richtig, einmal. Das ist für einen Spielleiter durchaus schwierig, aber wichtig, dass er dran denkt, jedem Spieler zumindest eine Szene am Abend zu geben, wo der glänzen kann. Es gibt unterschiedliche Spielertypen, nicht nur jetzt im Sinne von, ob da einer Powergamer ist oder einer Erzählspieler ist, sondern auch einfach unterschiedliche Menschencharaktere. Die einen reden gerne und sind lauter, die anderen sind eben eher so ein bisschen schüchtern. Da muss man halt den Schüchternen auch mal, du bist der Schüchterne, genau. Ja. Da muss man den Schüchternen zum Beispiel auch einfach mal aktiv anspielen. Und wenn es jetzt darum geht, wer jetzt irgendwas bemerkt oder so, dann sagt man eben nicht, würfelt alle mal drauf, sondern dann sucht man sich einen Spieler aus und sagt, würfel du mal bitte auf Sinnesschärfe, ob du da was bemerkst und so. Und dann kriegt der eben die Szene. Gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche es. Ja, man muss ja nicht immer die ganze Gruppe würfeln lassen als Spielleiter. Ja. Man kann ja auch sagen, okay, du guckst jetzt zufällig gerade in die Richtung und du hast jetzt die Möglichkeit, mit deiner Sinnesschärfe da eventuell das Schiff zu erkennen, was da gerade angefahren kommt. Die anderen machen nämlich gerade was anderes. Richtig. So kann man auch so ein bisschen umgehen, dass sich manche nur in den Vordergrund drängen zum Beispiel. Das sind aber alles so Sachen, also so eine Probleme wie Power Gaming, das haben wir einfach nicht mehr, weil wir das schon so lange machen, dass wir uns da auch so ein bisschen drauf eingeschossen haben. Und man kann ja zum Beispiel auch als Spieler selber da so ein bisschen mithelfen, indem man dann sagt, nicht ich mache das, sondern man sagt dem, man spricht den anderen Charakter an, von dem man meint, dass er das eigentlich besser könnte, dass der Magier dann zu dem Jäger sagt, hier Jäger, wie sieht's denn aus? Kannst du mal gucken, ob du uns was zu essen fängst oder sowas, statt dass der Magier einfach den ganzen Wald in Brand setzt und die Häschen am Spieß sich da selber absammelt oder so. Ne? Das ist, kann man ja auch untereinander so ein bisschen versuchen. So das zu versuchen, sich gegenseitig auch so ein bisschen die Szenen zuzuschustern. Ja, stimmt. Was haben wir denn da jetzt? Gibt es NPCs, die mit der Gruppe zum Beispiel kämpfen, weil sie den Weg weisen oder sich aus irgendwelchen Gründen auch immer angeschlossen haben? Und wie werden sie gespielt? Die werden oft vergessen. Manchmal ist es so, dass irgendwelche NPCs aus Storygründen die Gruppe begleiten. Das ist aber tatsächlich sehr anstrengend, weil der Spielleiter muss ja nicht nur alle NPCs drumherum spielen, sondern dann theoretisch auch noch den, diesen Heldenhelfer-NPC. Und es kommt eigentlich sogar relativ häufig vor, dass dann da welche dabei sind, die auf der Seite der Helden kämpfen. Und wenn man dann oder irgendwas anderes macht. Es kommt sehr häufig vor, dass die Leute, die einen begleiten, einen verraten und ins Verderben führen wollen. Das ist nämlich so ein Ding in unserer Gruppe. Das ist schon so oft vorgekommen. Du nimmst irgendeinen NPC mit, einen total netten Kerl, und hilfst denen und der begleitet dich. Und dann fällt der nämlich zu gegebener Zeit dann irgendwann in den Rücken und sticht dir das Messer ganz tief in den Rücken. Und deshalb traut unsere komplette Gruppe, also ich, traut keinen NPCs mehr. Traut keinen NPCs. Und ich habe das mal eine Weile überrissen, jetzt mache ich das schon gar nicht mehr, aber meine NPCs wird trotzdem nicht mehr getraut. Da bin ich selber schuld. Ja. Ist aber manchmal echt lustig dadurch. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich so ein NPC mitführen,
ist für einen Spielleiter noch eine Aufgabe mehr und das ist eigentlich extrem anstrengend und häufig ist es dann so, dass wir die tatsächlich auch einfach alle schlicht vergessen und dann hinterher sagen, was hat denn der eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ja, genau, stimmt. Ach ja, stimmt. Der stand die ganze Zeit bei dem Kampf, der war gerade nicht da, der war gerade austreten oder so. Ja, alles klar. Naja. Dann kommt er hinterher mit dem Messer und sticht es dir in den Rücken. Sondern ich schuft, ja. Genau. Die erkennen das sofort, was du für einer bist. Ich bin ein Schuft. Ich bin ein ganz schlimmer Spielleiter. Nein. Zornan ist tatsächlich der beste Spieler, den ich kenne. Also von daher. Das kann ich aber zu Zeron umgekehrt auch nur sagen. Also insofern, jetzt haben wir uns genug Honig um Bart gespielt. Zornan kommt später. Ja. Nee, also insofern, ich versuche es immer zu vermeiden, NPCs auch wirklich so als Spielerhelfer mitzuführen, weil es ist einfach anstrengend. Manchmal lässt sich nicht vermeiden, dann würfel ich die tatsächlich auch mit, aber ich muss sagen, ich bin keiner, der beim Würfeln betrügt. Früher, das ist so ein Punkt, das kann man als Spielleiter natürlich auch machen. Man würfelt und kann das ja hinter einem Sichtschirm machen zum Beispiel. Und die Spieler sehen ja nicht, was man da würfelt. Und könnte man ja auch sagen, ich will jetzt nicht, dass der Held stirbt, also drehe ich den Würfel und dann hat er eben nicht getroffen, der Gegner oder so. Das mache ich alles nicht mehr. Nee. Wo ich aber tatsächlich schlampe, ist bei den Kampfwürfeln für die NPCs. Da würfel ich bloß einen Würfel für den Gegner und für den Helden und gucke so die Differenz, wer war jetzt besser, der hat dann Schaden gemacht. So ein bisschen simulieren einfach, was da gerade passiert. Ja. Ne? Ja, das ist schon... Ja. Also wer gewinnt jetzt die Oberhand sozusagen, gucke ich dann im Prinzip nur. Genau. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja. Ja, das ist so... Also... Ihr seht schon, das ist durchaus lustig. Ja, Spaß. Also das kann ich euch versprechen, wenn ihr Leute habt, die mit denen auf einer Wellenlänge seid. Wir haben schon so gelacht bei Spielabenden. Das ist unfassbar. Also da gab es schon so tolle Situationen, so lustige einfach auch, wo das Ganze komplett aus dem Ruder geraten ist. Und das war echt Slapstick vom Feinsten teilweise. Ja. Und das Spaß macht dieses Hobby auf jeden Fall unglaublich. Also wenn man erstmal drin ist, wenn man erstmal sich mit den Regeln auskennt und erstmal so den Spielfluss hat und so, dann werden Situationen entstehen, lacht euch kaputt. Absolut. Und gerade wo du Slapstick sagst, das sind ja so eine Sachen, wo zum Beispiel, wenn mal eine Probe schiefgegangen ist, das auch durchaus interessant sein kann, weil man dann eben so eine Situation hat, die dann so ein bisschen aus dem Ruder gerät. Mhm. Als Spielleiter versucht man natürlich immer eine gewisse Stimmung aufzubauen, auch indem man Sachen beschreibt und erzählt. Und es gibt auch Abende, wo das einfach nicht gelingt, wo dann ständig irgendwer einen flachsigen Witz oder einen Spruch reinreißt. Das hat mich so manches Mal auch schon frustriert, muss ich zugeben. Aber im Grunde genommen habe ich dann hinterher gedacht, ja, aber eigentlich, wir haben alle gelacht den Abend, war doch super. Ja. Und das ist das Wichtige, dass alle hinterher gesagt haben, das war ein lustiger Abend. Das ist der erste Satz, den wir gesagt haben und der ist auch ziemlich der wichtigste. Ja. Baumi fragt nochmal, haben wir schon thematisiert, aber es ist kein Problem. Welche Gruppenstärke? Gut. Für mich 4 Mann, ein Spielleiter, 3 Spieler. Ist für mich die absolut ideale Gruppengröße. Das ist für den Spielleiter angenehm, das ist für die Spieler angenehm, weil sie halt auch die Zeit kriegen, um ihren Charakter auszuspielen. 4, 5, da wird's, 4 geht auch auf jeden Fall auch, ist auch noch gut. 5, da wird's dann langsam eng. Genau, also ich würde auch mal sagen, Spielleiter und 3 bis 4 Spieler, das ist Optimum. Das ist beste Gruppenkonstellation, ja. Dann hat wirklich jeder Zeit auch mal zu glänzen. Es ist übrigens tatsächlich leichter, an einem Spieltisch zusammenzusitzen, als jetzt, so wie wir es jetzt die ganze Zeit machen, online, weil Blickkontakt. Dann einmal der Blickkontakt der Blickkontakt ist eine Sache. Ich gucke dann immer auf das Feld von demjenigen und merke gar nicht, dass ich den ja gar nicht angucke, weil ich ja in die Kamera gucken müsste und alle dann denken, ich gucke sie an. Aber vor allem auch, wenn dann mehrere gleichzeitig was sagen wollen, dann gerät das schnell durcheinander. Da muss man sich da manchmal schon einigen, dass man vielleicht die Hand hebt. Oder auch akustisch manchmal schwer, wenn dann die Headsets nicht so gut sind oder das Mikrofon von demjenigen, dann versteht man nur die Hälfte oder es ist abgehakt. Das ist... Also am Spieltisch ist das Ganze schon, läuft es ein wenig flüssiger, das Ganze. Ja, apropos flüssig. Ich muss austreten. Leon fragt nach Begleitern im Spiel, zum Beispiel bei Waldläufern, Halbelfen, Elfen. Du meinst bestimmt so wie bei Hexen zum Beispiel, die Tiere, die einen begleiten können oder sowas. Bei der Hexe war es nicht der Rabe, der auf ihrer Schulter sitzt. Oder der Frosch oder sowas. Meinst du sowas, Elysion? Ja, oder ein Hund, den man dabei hat. Oder ein Hund, Pferd. Oder das Pferd, ja. Ja, werden auch gerne mal vergessen. Ist prinzipiell kein Problem, liegt allerdings in der Verantwortung des Spielers. Der muss die dann natürlich ausspielen. Und häufig ist es so, wenn ein Spieler ein Begleittier hat, dann wird es in den Situationen, wo es schlecht,
wo es braucht, holt das hervor, aber da, wo es vielleicht schwierig oder schlecht für das Tier ist, zum Beispiel, wenn mit dem Tier dann durch eine enge Höhle gekrochen wird oder so, da wird es dann natürlich vergessen. Da ist es komischerweise in der Tasche verschwunden oder so. Achso, bei DSA, ja, beschworene Kampfgefährten gibt es natürlich auch. Ich meine, du kennst ja Drakensang, also beziehungsweise das geht los mit dem Pferd, was man sich beschwören kann, was dann erscheint und was man dann nutzen kann über andere Kreaturen, bis hin zu elementaren Djinns oder ähnlichen Helfern. Djinns und Elementare finde ich ultra geil, weil die oft ist nicht so schön für einen Spielleiter manchmal, weil so ein Djinn kann schon mal so ein Abenteuer ganz schön durcheinander würfeln. Ja, beim letzten habe ich, beim Helden letzten ist es hab super ich, geil. Richtig, beim letzten Abenteuer habe ich sogar darauf gebaut, dass der kommt. Aber tatsächlich darf man sich das nicht so vorstellen wie beim Drakensang Computerspiel. Da kann man ja den Djinn quasi am Beginn des Kampfes beschwören, dann ist er sofort da. Bei den offiziellen Regeln von DSA dauert selbst ein kleiner Elementargeist eine halbe Stunde, bis man den beschworen hat. Das ist nämlich, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das ist offiziell so bei DSA geregelt. Eben um genau das nicht zu haben, dass man die ständig dabei hat. Ja. Was man machen kann, ist zum Beispiel so Artefakte erschaffen, wo man dann den Djinn zum Beispiel in einen Ring beschwört oder sowas und dann könnte man den sofort auftauchen lassen. Könnte man den sowas einmal dann schon. auch sofort holen, Ja. Habe ich aber kein Problem mit. Das ist durchaus. Das ist ja das Interessante an Zauberern, an Magiern, die dann viel mehr Möglichkeiten haben. Während der ganze Rest dann nur mit seinem Schwert vorgehen kann, kann der eben auch andere Sachen machen. Ich würde sogar sagen, dass ein Magier wahrscheinlich jetzt im DSA-Regelwerk der mächtigste Charakter ist, den man sich aussuchen kann. Das war auf den ersten Blick, wenn man das nur auf Kämpfe bezieht, nicht, aber was er von Einfluss aufs Spiel nehmen kann und was er für Möglichkeiten einfach hat, ist ein Magiebegabter viel mächtiger als ein normaler Spieler. Auch Ist gesellschaftliches allerdings Ansehen auch spielt eine Rolle. viel, viel schwerer zu spielen. Richtig, ja. Weil man muss Wenn natürlich man. viel mehr Regeln im Hinterkopf haben. Ja, und auch wenn man jetzt darauf Wert legt, charaktergetreu zu spielen, sind solche Charaktere eben ein bisschen umfangreicher, sage ich mal. Ja. Genauso wie Elfen. Viele nehmen Elfen am Anfang ihrer Rollenspielkarriere, habe ich auch, weil man dann denkt, ja, der kann zaubern und kämpfen, cool. Ja. Aber wenn man einen Elfen richtig regel- oder rollengetreu darstellen will, ist das schon ein bisschen komplizierter. Also, aber da muss man sich ja auch in der Gruppe einfach einig sein. Will man Aventurien so spielen, wie man sich es richtig vorstellt, oder die Spielwelt, in der man halt ist, oder ist das im Grunde egal und es geht nur um die Werte, die der Charakter hat? Hatten wir schon mal drüber geredet, eben irgendwann. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Gruppe die Grundmotivation hat. Wir wollen Abenteuer erleben, wir wollen was zusammen erreichen, wir wollen diese Aufgabe, die uns der Spielleiter gerade stellt, möglichst schaffen. Das heißt, wenn man das immer gleich in Frage stellt, aufgrund seines Charakters, der vielleicht sagt, ja, hier, ich bin jetzt Preisgeweihter, das mache ich jetzt aber nicht und dies mache ich jetzt nicht. Oder nee, ach, das ist auch schlecht. Also man sollte immer sagen, hey, ihr seid Helden und ihr seid Freunde, auch ganz wichtig. Ja. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass sich die Gruppe, also die einzelnen Charaktere untereinander irgendwann in der Wolle haben oder nicht mehr miteinander spielen können. Es gab tatsächlich schon Situationen, gerade noch in der vorherigen Gruppe, wo genau sowas dann ein echtes Problem wurde. Dass wir so bunt verschiedene Charaktere hatten, dass die eigentlich intern in der Welt so miteinander gar nicht rumgezogen wären. Und das hat sich dann auch wirklich aufs Spiel ausgewirkt. Und dann habe ich tatsächlich mal ein Experiment gestartet. Ich habe die komplette Gruppe vorgegeben und gesagt, ihr seid alle im gleichen Alter, ihr seid alle in einem Dorf aufgewachsen, ihr habt zwar unterschiedliche Karrierewege genommen, aber ihr seid alles beste Freunde. Und das war die Grundbedingung. Ja. Und das hat tatsächlich besser funktioniert. Und seitdem sind wir, glaube ich, auch so, dass wir sagen, das sollte eine Grundregel sein, die Helden sind Freunde. Und auch wenn vielleicht die Taten eines Helden den anderen mal nerven oder so, echt? Lässt man ihm das durchgehen, weil er ist ja der Kumpel. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel da auf der einen Seite einen Geweihten hätte und auf der anderen Seite einen Piraten. Zum Beispiel so, ne? Aber das macht es ja auch irgendwie interessant. Dann ist es mehr so, dass man sich zwar gegenseitig neckt, aber damals in der anderen Runde war es tatsächlich schon so, dass sich die Charaktere fast beleidigt haben gegenseitig und das war dann nicht mehr schön. Und jetzt ist es höchstens, dass man sich so ein bisschen neckt, aber trotzdem zusammen das gemeinsame Ziel hat, wir sind die Guten und wir wollen das Abenteuer lösen. Ist auch so ein Punkt, wenn man jetzt sagt, man möchte seinen Charakter möglichst getreu spielen, wie das so vorgegeben ist, kommt man oft in Situationen in einem Abenteuer, die dann fast gar nicht lösbar sind. Weil man dann an seinen Grundsätzen festhalten müsste, sagen müsste, man macht das jetzt nicht. Genau. Da muss man dann auch wirklich sagen, nee, aber zum Wohle
der gesamten Geschichte oder auch springe ich jetzt da mal über meinen Schatten. Kann man ja dann eben hinterher sagen, dass der Held dann dafür ein schlechtes Gewissen hat und darum ein bisschen zu knabbern hat. Ja. Helden entwickeln sich ja auch. Es ist ja nicht nur, dass der Spieler mit der Erfahrung heranwächst, sondern auch der Charakter durchaus vielleicht eine Entwicklung durchmacht. Ja, Tarian fragt gerade, wenn ein Charakter stirbt bei uns, ob er dann durch einen gleichartigen ersetzt werden muss, damit das Geflecht der Gruppe nicht durcheinander kommt. Nö, man sollte vielleicht so ein bisschen gucken, was haben wir in unserer Gruppe schon für Charaktere, was wäre jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich den spiele. Aber grundsätzlich hat man alle Freiheiten, sich einen Charakter auszusuchen. Wäre halt blöd, wenn eine Gruppe dann irgendwann nur aus Magiern bestände, aber auch machbar. Ja. Wir schreiben da keinem was vor, was er für Charaktere spielen soll. Das haben wir noch nie gemacht. Nee, das stellen wir immer komplett frei. Wenn mich einer fragt, dann würde ich natürlich einen Tipp geben. Wenn jetzt einer fragt, was wäre denn jetzt gut für das Abenteuer? Genau, oder passt das zu der Gruppe, ne? Kommt ja auch ab und zu mal. Würde das passen, wenn ich jetzt einen Elfen spiele? Aber meistens machen wir das so, dass wir sagen, ja klar, warum nicht? Wir sind ja schon so weit, dass wir auch immer dann versuchen, uns zu überlegen, was ist der Hintergrund und warum ist der denn jetzt ausgerechnet da und kommt zu dieser Gruppe. Und wenn das dann für den Spieler, den Spieler oder alle anderen auch zufriedenstellend ist, dann sagt man ja, okay, dann ist das, dann nehmen wir den jetzt. Kakaolieb stellt mal wieder eine sehr gute Frage. Es geht nämlich um die Tragkraft eines Helden. Ja, das ist reguliert tatsächlich. Aber es gibt, wir halten uns da nicht dran. Also wovon wir runter sind, ist tatsächlich alles haarklein. Ja. So kleinteilig zu berechnen oder sowas. Es ist natürlich schon so, wenn einer sagt, ich nehme jetzt die ganzen Schwerter da, dann sagt man natürlich schon, du schleppst jetzt da 5 Schwerter, das ist jetzt ein bisschen viel. Es gibt hier im Regelsystem eine Regelung zu Gewicht und Tragkraft tatsächlich, und wenn man die überschreitet, dann erleidet man quasi Belastung, die dann die Würfelwerte reduziert. Mhm. Und die Belastung kriegt man auch durch Rüstung, wenn man schwere Rüstung trägt und halt eben auch zu viel Übergepäck. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe das zwar als Regeln geschrieben, aber ich als Spielleiter achte da jetzt auch nicht so drauf. Ja. Wenn sich natürlich dann irgendwann herausstellt, dass da einer 3 riesige Goldbrocken im Rucksack hat oder so, dann müsste man schon mal sagen, hier hast du auch an deine Belastung gedacht. Oder? Ja. Also man kann es so grob schon sagen, ey, das ist jetzt zu schwer. Du kannst diese 3 Meter große Marmorstatue nicht in deinen Rucksack packen. Ja. Aber so zum Beispiel auch Buchhaltung ist uns, glaube ich, allen zuwider. Wir wollen lieber die Geschichte spielen. Deswegen ist es auch manchmal so mit dem Geld so, dass wir da nicht. Also wir achten schon drauf, dass wenn irgendwer sich eine Waffe kauft, dann muss er die natürlich von seinem Geld sich leisten können oder der Tavernenbesuch wird abgerechnet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, zwischen den Abenteuern sind 3 Monate vergangen, zieht euch mal alle 5 Goldstücke ab, weil ihr habt ja von irgendwas gelebt. Ja. Und dann sagen wir halt, dann hat man in der Zeit irgendwas verdient und halt auch wieder ausgegeben und fertig. Also das, wenn man Spaß hat an so kleinteiligen Simulationen, kann man das natürlich machen, aber wir haben für uns jetzt inzwischen eigentlich eher so gemerkt, das nervt nur. Ja. Das ist umständlich anstrengend. Genau, grundsätzlich schreiben wir bei Pfeilen ist das immer ganz interessant, wenn du einen Bogenschützen dabei hast, und er sagt, er hat einen Köcher mit 20 Pfeilen. Und dann geht das Abenteuer und er schießt und schießt und schießt und schießt. Und eigentlich streichen wir uns die ab. Also ich streiche die immer ab. Ich mache dann immer so Striche dahinter, so Strichliste. Aber wir kommen ganz selten mal dahin, dass dann keine Pfeile mehr da sind. Ne? Also, ja. Es ist nervig, es ist leidig, einfach auszuspielen jedes Mal. Vielleicht sogar noch auszuwürfeln, ob der Pfeil bei dem Treffer eventuell kaputt gegangen ist oder so. Deshalb. Man sollte es nicht übertreiben, aber wenn er sagt, ich hab 20 Pfeile dabei, dann, wenn die alle sind, sind die halt alle okay. Aber ja, genauso ist es mit Ausrüstungsgegenständen, die auf einmal in der Ausrüstung des Helden auftauchen. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel ein Berg und der Held sagt, ich nehme jetzt mal ein Seil und schmeiß das da hoch. Und dann sagt der Spieler, ja, hast du überhaupt ein Seil? Wir sind da schon so, dass wir sagen, man muss es aufschreiben. Man muss es einmal aufschreiben. Man muss es jetzt nicht unbedingt alles genau ausspielen, wo man es her hat und noch handeln vielleicht und so. Aber wenn da ein Seil steht, dann ist es da. Dann hat man halt ein Seil dabei oder einen Kletterhaken oder was weiß ich, eine Trompete. Und wenn einer schreibt, er hat Reiseausrüstung dabei, dann definieren wir trotzdem gemeinsam, was verstehst du unter Reiseausrüstung? Also wenn du da jetzt sagst, Reiseausrüstung ist ein Schlafsack, ein Seil, was zum Feuer machen, das ist okay. Ne? Dann sagt man ja, alles klar, dann hast du ein Seil dabei, das passt schon. Tarian hat sich verabschiedet. Schönen Abend noch. Wir sind auch gleich durch, denke ich mal. Denke ich auch, ja. Baumi fragt, Erfahrung mit Nicht-Powerplayern, also tollpatschige Charaktere, die gegebenenfalls die Gruppe aufhalten. Schwer, ne? Eher mit Würfelpech zu tun gehabt. Ja. Bei uns.
Die müssen sich dann halt ein bisschen mehr anstrengen beim Würfeln. Richtig, ja, genau, da muss man sich halt mehr Mühe geben. Aber ja, wir hatten ja zum Beispiel schon mal dieses Beispiel mit einem Schelm in der Gruppe, der eigentlich von per se her ein Charakter ist, der hauptsächlich versucht, Scheiße zu bauen. Schwierig für eine Gruppe, einfach. Ist schwierig für eine Gruppe und man einigt sich dann auch relativ schnell, weil der Spieler merkt dann auch relativ schnell von den anderen Spielern her, dass er da vielleicht über die Stränge schlägt. Und dann sollte man einfach miteinander drüber reden oder so. Bis zu einem gewissen Punkt ist es immer lustig, seinen Charakter und seine Spleens auszuspielen, aber ab einem gewissen Punkt sollten sich dann auch alle einigen, jetzt wollen wir mit dem Abenteuer weitermachen und dann das vielleicht lassen. Cedric mal mit auf 15 erschwert auf Ausdauer gewürfelt. Erschwernis, ja, wir haben ein anderes System, aber könnte man zum Beispiel machen. Ja, genau. Zu viel Würfeln macht die Story kaputt, stimme ich zu. Jein. Würfel können auch ein Mittel zum Zweck für die Story sein. Muss ein guter Mix aus allen sein. Aber wenn du zum Beispiel, das hatten wir vorhin in unserem Vorgespräch schon gehabt, wenn man an eine Situation in der Story kommt, wo eine schiefgegangene Probe eines Helden die Geschichte so beeinflusst, dass du sie als Spielleiter dann auch nicht mehr kontrollieren kannst oder es dann in eine völlig andere Richtung gehen würde, als du willst, dann lass den Spieler keine Probe würfeln. Ja. Weil Murphy's Law, alles was schiefgehen kann, geht dann auch schief. Wird schiefgehen, genau. Ja. Ganz einfach Punkt. Lass die Spieler nur dann würfeln, wenn es wichtig ist. Und vor allem, wenn du dir dabei was gedacht hast. Beispiel jetzt aus dem letzten Spielabend kann ich nur anbringen. Ja. Da geht es darum, ein Boot an einer Ankerkette festzubinden. Und die Probe zum Anbinden ging daneben und die Probe auf, hat der Spieler dann gesagt, also in dem Fall was, Zerons Charakter, ich ziehe nochmal dran. Habe ich gesagt, ja, dann würfel auch mal auf Kraftakt. Hätte er die Probe geschafft, hätte er das Seil wieder in der Hand gehabt, weil der Knoten nicht fest genug war. Hat aber nicht geschafft, also hat er dran gezuppelt, ja, hält. Es kam nicht zu der Situation, aber es hätte dann sein können, dass das Boot sich löst und dann wegtreibt und dann, ja. Ja. Werden sie da festgesetzt. Sowas hat eine Konsequenz. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht würfeln lassen, ob sich keine Ahnung, wenn es irgendwas Unwichtiges ist. Lasst halt, nicht auf Sachen würfeln als Spielleiter, wo ihr nicht wollt, dass die daneben gehen. Das heißt, lasst nicht den Held würfeln, ob er die Leiter hochsteigen kann, wenn ihr eigentlich wollt, dass er auf der anderen Seite der Leiter wieder runtergehen soll. Dann sagt lieber, okay, das ist jetzt so leicht, da brauchst du keine Probe würfeln. Ja. Und kommt den Spielern auch ein bisschen entgegen damit, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann bei so einer Probe irgendwie das versaut und dann halt wirklich als Gruppentrottel sozusagen dasteht. Und ja, das ist halt blöd. Also leichte Sachen einfach machen lassen. Einfach und beschreiben lassen, machen lassen. Aber es ist auch wichtig, immer mal wieder würfeln zu lassen, damit die Spieler, die halt auf ihre Werte achten und da sehr sehr ordentlich vorgehen, um das zu steigern und zu gucken, ah Mensch, wenn ich mal in die Situation komme, kann ich vielleicht den Schlösserknackenwert gebrauchen. Die freuen sich natürlich dann über die Probe, dass sie dann die Probe würfeln dürfen und wenn die dann gelingt, sind sie froh. Also ein guter Mix aus allen. Lasst manche Sachen laufen, andere Sachen lasst wieder auswürfeln. Ich mache es zum Beispiel immer auch ein bisschen davon abhängig, wie beschreiben das die Spieler. Wenn ein Spieler eine Situation, die er machen will, sehr gut beschreibt, dann mache ich die Probe entweder dadurch leichter oder lasse sie vielleicht auch ganz entfallen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ein Spieler sagt, ich durchsuche das Zimmer. Das ist relativ wenig. Dann sagst du natürlich ja, okay, dann würfel mal auf deine Sinnschärfe, ob du irgendwas findest. Wenn ein Spieler jetzt aber gesagt, ich gehe dahin, rücke das Bett zur Seite, hebe den Teppich hoch und klopfe ganz fein die Bodenplatten ab, ob da vielleicht irgendwo ein Hohlraum sein könnte. Ja. Dann könntest du auch sagen, ja, da brauchst du keine Probe drauf würfeln. Genau da ist nämlich was versteckt, wenn das dann auch der Tatsache entspricht, sag ich mal. Dann kannst du ihn das auch einfach ohne Probe finden lassen, weil der Spieler ja beschrieben hat, genau das will ich machen. Genau. Dann brauchst du nicht würfeln. Eine andere Sache ist, was auch das sehr gut umschreibt, glaube ich, es gibt einen Talentwert, der überreden, überzeugen heißt. Das heißt, ein Spieler geht auf eine Gruppe zu und will dir zum Beispiel überzeugen oder den Händler überzeugen, Händler ist blöd, aber eine Gruppe und will die von irgendwas überzeugen. Hält jetzt der Spieler eine blühende Rede und bringt da richtig gute Schlagpunkte, dann wäre es eher schlecht, dann auch noch auf Überreden überzeugen würfeln zu lassen, weil was macht er denn dann, wenn diese Probe daneben geht? Und er hat zwar eben super überzeugende Argumente gebracht bei der Sache, die er da anstellen wollte,
aber die Probe misslingt, dann sagst du, nö, Probe ist misslungen, dann hat das jetzt nicht geklappt. Du konntest keinen von deiner Meinung überzeugen, zum Beispiel. Ja. Dann, wie Zordan das sagt, also so würde ich das als Spielleiter machen, eher sagen, ja, okay, das sind so schlagfertige Argumente, die der bringt, brauchst du keine Probe drauf würfeln. In so einem Fall lasse ich meistens ja gerade bei Überzeugen oder Überreden, lasse ich dann trotzdem würfeln. Die guten Argumente des Charakters oder des Spielers sind dann aber schon automatische Erfolge, die damit eingehen in die Probe. Ja, das kann man so. Und wenn kann er sie entweder noch mehr verbessern, die Probe dadurch, oder so zumindest grundsätzlich. Aber es ist ja, ob jetzt jemand sympathisch ist oder nicht, das fließt durch die Probe dann noch mit ein, sozusagen. Ne? Aber grundsätzlich bin ich dann auch so, wenn die Argumente schon geil sind, dann entweder lasse ich die Probe ganz weg oder sage, ja, würfel nochmal drauf, aber die Probe ist schon gelungen, mal sehen, wie gut sie gelungen ist, sozusagen. Die hängen dir quasi schon in den Lippen oder so. Wenn du würfelst, dann ist irgendwas, was das negativ beeinflusst. 20 bedeutet beim schwarzen Auge ein Patzer. Das ist dann immer schief gegangen und hat gegebenenfalls noch negative Konsequenzen. Das ist dann der einzige Grund, dann noch würfeln zu lassen, dass man dann sagt, nur wenn es völlig verhaust. Genau. Aber eigentlich hast du schon gewonnen. So. Ja. Ja, lieber Zordan, wir sind jetzt seit 2 Stunden und 20 Minuten fast am Reden. Sind wir. Wir würden mit Sicherheit noch über vieles reden können. Aber ich denke, wir sollten jetzt so langsam mal zum Ende kommen, über unser Lieblingshobby zu sprechen. Ich denke auch, ja. Erstmal einen ganz, ganz, ganz lieben Dank an die ganz tollen Leute hier im Chat. Ihr habt super Fragen gestellt, ihr habt uns da ein bisschen schön gelöchert. Das hat richtig Spaß gemacht, es waren richtig tolle Fragen dabei. Und es war richtig schön, hier diese 2 Stunden mit euch zu verbringen. Ich denke, wir wären nach einer Stunde fertig gewesen, wenn ihr jetzt nicht so schöne Fragen gestellt habt. Das hat das Ganze am Laufen gehalten. Danke. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle, die hier gefragt haben und sich danach erkundigt haben, wie das Ganze so ist. Dann natürlich ein Riesendank an meinen Freund Zordan, dass du das hier heute mit mir gemacht hast. Und, danke dir. Es war richtig schön. Also mir hat Spaß gemacht. Es ist mir überhaupt nicht langweilig geworden hier mit dir. Diese 3 Stunden waren es ja dann doch eher, die wir jetzt schon gequatscht haben. Aber das ist bei uns nochmal. Ja. Wie so alte Waschweiber sind wir beide. So furchtbar. Und wenn meine Else mich nachher fragt, und was gibt's Neues bei Zordern? Sag ich, keine Ahnung. Hör nicht. Wir haben die ganze Zeit nur über Rollenspiele gequatscht. Genau so ist es. Und anscheinend ist ja auch das Interesse da, dass wir durchaus mal überlegen können, so eine Online-Runde anzubieten. Ja. Wer Interesse hat, vielleicht auch. Einfach hier mal einen Kommentar schreiben oder hier, sag schon, Flüsternachricht oder wie das Ding heißt. Oder eine Nachricht hier über Twitch schreiben. Dann kann ich mich mit Zollern, wir treffen uns ja einmal die Woche sowieso damit auseinandersetzen, oder wir haben auch so ganz guten Kontakt eigentlich. Ja. Jetzt verabschieden sich alle. ich denke mal, das, was wir machen würden, würde sich wahrscheinlich auch erstmal in dem Abenteuer, in dem Bereich von das schwarze Auge so fantasy-mäßig ansiedeln. Das fällt uns halt am leichtesten. Genau. Elisabeth schreibt, ich wäre dabei. Ja, Elisa, dann bist du dabei, erkenne ich. Ja. Gerne. Hatten wir ja sowieso schon mal besprochen, wie gesagt, für Spielebuffet, aber das wird sich jetzt wohl eher dann hier. Delfino schreibt, wie jetzt schon Ende? jetzt ist Ende. So war es geplant, Delfino. Hat sich auch gut angehört, mal die Profis zu sehen. Naja, Profis. Wir sind keine Profis. Wir kriegen kein Geld dafür. aber Veteranen sind wir wahrscheinlich nach 25 Jahren schon, das kann man schon sagen, ja. Alt werden tut man noch von alleine. Das ist wahr. Ja, da muss man nichts für können. Wunderschöner Stream heute, schreibt Kai Kastador. Vielen Dank. Ja. Fanden wir auch. Und wie gesagt, vielen Dank an euch und habt alle einen wunderschönen Abend. Das Ende jetzt, ne? Ja. Denk ich doch mal, ne? Ja. Und wir sehen uns dann hier bestimmt an dieser Stelle nochmal wieder. Ja, genau. Wir sehen uns an dieser Stelle hier wieder mit einem anderen Thema oder vielleicht sogar mit einem Pen and Paper, wer weiß. Ja. Und ansonsten geht es bei mir dann wieder weiter mit Kingdom Come Deliverance. Wahrscheinlich morgen oder so. Mal gucken, wie ich Bock habe. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Und nochmal Grüße an alle, Gabi, Illusion, wie ihr da alle seid, Delfino, Kakaodieb, Baumi. Ja, wer alles so da war, ne? Auch an alle Leute im Lurk. Einen wunderschönen Abend euch noch. Ein wunderschönes Wochenende für alle. Das geht jetzt los hier. Hoch die Hände, Wochenende. Es geht los. Ich werde auch meinen Teil dazu beitragen hier auf Twitch, denke ich mal. Mhm. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal, Zordan. Hat echt Spaß gemacht. Und du müsstest dich jetzt gleich kurz stumm schalten, damit ich
dann hier Ende machen kann. Die Abmoderation machen kannst. Mache ich. Delfino hat noch geschrieben, du könntest sowas öfter mal machen, auch zu anderen Themen, wo du dir dann wen dazu holst. Finde ich auch eine gute Idee. Finde ich auch eine super Idee, weil das klappt ja ganz gut hier mit den Bildern. Wenn wir Themen finden und zur Not kann man ja wahrscheinlich auch eine größere Talkrunde draus machen oder so. Ja, kein Problem. Geht sicherlich. Geht sicherlich. Ja, einfach mal so ein Podcast. Warum nicht? Dann müssen wir aber auch die ganze Zeit so reden beim Podcast, sondern. Ja, besonders wichtige, bedeutungsschwangere Dinge zu sagen. Ja. Genau. Über den Sinn des Lebens und so. Aber eins, was ich wollte die ganze Zeit Pixel noch sagen. Pixelfrei-Podcast, schreibt Cedric, ja. Ja, warum nicht? Was wolltest du sagen? Sag es. Aber schon an solchen Spinnereien merkt man, dass uns das Rollenspiel ins Blut übergegangen ist. Und ich glaube, das merkt man tatsächlich auch am Dreielbenland. Ja, das hat auch Einfluss genommen, ja. Denn auch diese ganze Minecraft-Welt mit der ganzen Geschichte dahinter, das ist natürlich dadurch gekommen, dass wir einfach Bock auf sowas haben, auf Stories und Rollenspiel. Und insofern. Und Blödsinn. Ja, und Blödsinn. Und Blödsinn. Sowas wird man nicht los. Sowas wird man nicht los. Ja, Leute, okay. Zordern, war mir eine Ehre. Ich mach mich stumm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.